In den 60er Jahren wurde angenommen, dass die Entwicklungshilfe Armut verringern würde, indem technische und wirtschaftliche Unterstützung, beispielsweise die Lieferung von Maschinen und Infrastruktur, bekämpft werden könnte. Während dieser Zeit gewann die Schweiz an Anerkennung dank einer ganzen Reihe innovativer Entwicklungsprojekte, beispielsweise Hängebrücken. 1973 wurde die Katastrophenhilfe ins Leben gerufen und wurde weltweit anerkannt und von der schweizerischen Bevölkerung unterstützt. Diese operative Einheit der humanitären Hilfe bestand aus einer Miliz von etwa 700 aktiven Mitgliedern, die eingesetzt wurden vor und nach Konflikten oder Naturkatastrophen, um der lokalen Bevölkerung zu helfen. 1981 bestand die schweizerische Rettungskette aus privaten und öffentlichen Organisationen. Sie hatten Einsätze nach Erdbeben. In den 80er Jahren, als die humanitäre Hilfe feststellte, dass die Bewahrung von natürlichen Ressourcen und der Schutz der Natur wichtig waren für die Entwicklung eines Landes, wurde dies zu einem Fokusgebiet für die Schweizer. Gleichzeitig stellte man fest, dass die Diskriminierung gegen Frauen eines der größten Hürden für die nachhaltige Entwicklung ist. Deshalb wurde die Gleichstellung zu einem wichtigen Kriterium bei allen Entwicklungsprojekten. Politische Umwälzungen Ende der 80er und zu Beginn der 90er führten zur Schaffung von 28 neuen Ländern mit total 429 Millionen Menschen. Die Schweiz reagierte schnell auf diese politischen Veränderungen und war eines der ersten Länder, das nach Osteuropa humanitäre Hilfe leistete. Es ging darum, das Leiden in den betroffenen Ländern zu lindern und den Übergang zur Demokratie und zur Marktwirtschaft zu erleichtern. 2015 nahm die UNO die Agenda 2030 an mit 17 nachhaltigen Entwicklungszielen und dem Versprechen, niemanden zu übergehen. Die internationale Kooperationszusammenarbeit der Schweiz richtet sich daran aus. Die Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit, die die Schweiz in den vergangenen 60 Jahren machen konnte, ist weltweit noch sehr, sehr nachgefragt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Feld und hier an der Zentrale, wir möchten Sie und alle anderen, die an unserer heutigen Veranstaltung 60 Jahre Schweizer Engagement in einer Welt im Wandel herzlich willkommen heißen. Bonjour et soyez les bienvenus ici dans le cœur. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Zentrum der DEZA, am Hauptsitz der DEZA. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus Bern. Wir begrüßen Sie aus den verschiedenen Regionen, aus den Schulklassen. Viele Personen hören uns heute zu. Auf interessante Gespräche mit Menschen auf der ganzen Welt. Wir gehen von Nordmazedonien nach Nepal, Peru, Mali und freuen uns, wirklich mit Menschen dort sprechen zu können. Sie können sich entweder zurücklehnen und zusehen oder auch aktiv mitmachen, Kommentare abgeben, Fragen stellen. Und zwar können Sie das unter folgender Adresse: slido.com und dann Hashtag SDC 2021. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv mitwirken. Voilà, ma collègue Billy vient de le dire, si vous avez envie de participer, vous pouvez. Wenn Sie also teilnehmen möchten, sehr gerne. Sie können einfach nur zuschauen, zuhören oder uns Fragen stellen, sich aktiv beteiligen über Slido. Und Sie sehen hier noch einmal die genauen Angaben für Slido, Hashtag SDC 2021. Wir freuen uns sehr. Wir haben verschiedene Gäste, zum Beispiel die Direktorin der DEZA und Manuel Bessler, der Delegierte für humanitäre Hilfe. Wir haben auch den Bundesrat Ignacio Cassis hier bei uns. Wir beginnen also mit einer Person, die uns heute hier empfängt. Soyez la bienvenue.
Patricia Danzio, on a vu dans le film juste avant. Im Film haben wir eben gesehen, dass die internationale Zusammenarbeit heute ganz anders aussieht als in der Vergangenheit. Viel hat sich geändert. Wie sehen Sie die Dinge als Direktorin, diese Reise durch die Zeit, die wir gerade erlebt haben? Woran haben Sie dabei gedacht? Ja, was diese Reise uns gezeigt hat, ist vor allem, dass wir demütig bleiben müssen und bescheiden, bescheiden gegenüber den Herausforderungen unseres Planeten oder gegenüber der gesamten Gemeinschaft, Menschengemeinschaft. Ich möchte auch allen danken, die uns vorangeschritten sind, die auch viele Dinge möglich gemacht haben und uns den Weg bereitet haben. Was wichtig ist, ist die Anpassung an diese Veränderungen, all die Veränderungen, die wir erlebt haben in den 60 letzten Jahren. Und diese Erfahrungen stärken uns und bereichern uns. Das habe ich festgestellt in diesem kleinen Film. Verschiedene Punkte, die vielleicht nicht unbedingt vorhersehbar sind, nämlich die Notwendigkeit, dass man mit Partnern face-to-face zusammenarbeitet, direkt vor Ort. Das ist auch Ihr Wunsch und Ihre Erwartung. Zweiter Punkt, die Finanzierung. Die Finanzierung hat sich geändert. Es gibt neue Formen der Zusammenarbeit, Public-Private-Partnerschaften. Das haben wir hier im Film nicht unbedingt gesehen, aber das wird uns in Zukunft noch sehr viel mehr beschäftigen als in der Vergangenheit. Dann die multilaterale Ebene. Das haben wir ebenfalls festgestellt. In Genf zum Beispiel. Die internationalen Banken, das Bankenwesen, die verschiedenen Bereiche, die wir immer mehr auch für uns einsetzen möchten. Auch da hat sich sehr viel geändert. Auch das Vokabular der Agenda hat sich auch nicht wirklich geändert und verbindet uns auch die Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Das ist eine wichtige Arbeit, die wir an die Hand nehmen mit allen Partnern. Und heute ist das auch ein Beispiel. Die Kommunikation ist ein sehr wichtiger Punkt. Das haben wir schon festgestellt. Und Sie können sich auch heute wiederum anschließen und mit uns sprechen über Facebook, Instagram und die anderen Kanäle. Das ist auch eine neue Form der Kommunikation und auch ein wichtiger Kanal. Ihren Posten als Direktorin im Mai letzten Jahres aufgenommen. Das heißt, wir waren mitten im ersten Lockdown. Es gab keine Dienstreisen, keine Reisen ins Feld, wie wir so schön sagen. Aber Sie waren kürzlich im Sudan und auch in Afghanistan vor der jüngsten Krise dort. Wie ist Ihre Einschätzung der Arbeit der DEZA in diesen Ländern? Was haben Sie gesehen? Ja, effektiv, es war schwierig am Anfang zu reisen. Ich war dann in Bosnien und in der Ukraine und dann effektiv im Sudan, wo die Tigray-Krise eine neue Krise hervorgebracht hat, auf die wir versuchen gut zu antworten, zusammen mit unseren Partnern. Ich war Teil einer politischen Konsultation und da haben wir sehr schnell gesehen, dass die sudanesische Regierung und die Bevölkerung und die Partner uns gesagt haben, die Schweiz muss sich in allen Bereichen, in der Friedensförderung, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in der humanitären Hilfe stärker engagieren. Dieser sogenannte Triple Nexus, wo wir in allen Bereichen etwas beitragen können. Ich habe auch gesehen, dass es wichtig ist, aufs Feld zu gehen, trotz vieler Stunden Autofahren, Staubschlucken, Heuschrecken in den Zimmern. Es ist wichtig und nötig, immer zu sehen, was hat denn das für eine Wirkung. Und dann, wenn es nicht eine erwünschte Wirkung hat oder wenn man sich verbessern kann, sich zusammensetzen mit den Partnern, das haben wir gemacht danach, und zu sehen, wie man sich immer weiterentwickeln kann. Das macht wahrscheinlich dann die Arbeit hier in der Zentrale einfacher, dass Sie jetzt auch wieder reisen können. Ja, in Afghanistan, das war die zweite Reise, das war schwierig im Nachhinein, weil Afghanistan ist nicht mehr dasselbe Afghanistan, das wir jetzt kennen. Nichts mehr ist gleich. Wir sind in einem fragilen Kontext in Afghanistan seit 2002 tätig und wir müssen jetzt zusammen, wie alle anderen Länder auch, uns überlegen und uns aufstellen, damit wir das Engagement gegenüber der Bevölkerung weiter aufrechterhalten können. Wir tun das, wir wollen das, wir machen das mit mehr Geld, aber Geld alleine ist nicht alles. Wir müssen auch mit den Partnern, die in Afghanistan und vor Ort aktiv sind, gut zusammenarbeiten und das haben wir vor. Ja, viele Herausforderungen für die nächsten paar Jahre. Est-ce qu'on veut voir avant de vous laisser partir, si on a déjà des questions?
wir schauen mal, ob es schon Fragen gibt, bevor wir Sie ziehen lassen. Wollen wir schauen, ob es schon Fragen gibt auf Slido? Bisher noch nicht. Also bitte halten Sie sich nicht zurück. Wir sind sehr froh über jede Frage. Bitte schicken Sie uns Ihre Frage über Slido. Und natürlich können die Fragen auch noch später gerichtet werden an die Direktorin Patricia Danzi. Recht herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Präsenz heute hier. Und wir fahren fort mit der nächsten Reise nach Nepal. Begaben sich vier Schweizer Experten nach Nepal, nachdem die Regierung um Entwicklungshilfe angefragt hatte. Kurz nach diesem Besuch lancierte Helvetas das erste Entwicklungsprojekt in Nepal in der Käseproduktion. Damals ging es der Schweiz bereits darum, technische Fähigkeiten zu entwickeln, und viele Berufsbildungszentren wurden ins Leben gerufen aufgrund des Modells der Berufslehre. Zugang zu Straßen ist eine große Hürde für die wirtschaftliche Entwicklung und die soziale Inklusion. In den 70ern wurde eine Straße nach Jiri ein Leuchtturmprojekt der schweizerischen-nepalesischen Zusammenarbeit. Die Straße ist 110 Kilometer lang und verbindet Jiri mit Kathmandu. Mit dieser Straße konnte die Schweiz das Leben vieler hunderter Dorfbewohner verbessern, Arbeitsstellen schaffen, der Isolation ein Ende bereiten und die Gesundheit und Bildungslage verbessern. Seit der Fertigstellung dieser Straße hat die Alphabetisierungsrate dieser Gegend sich verdreifacht und die Kindersterblichkeitsrate sich halbiert. Der Bau dieser Straße war das Rückgrat eines Hügelentwicklungsprojektes, die Verlagerung von Einzelinitiativen weg zu einem gesamtheitlichen Ansatz. Die Schweiz spielt eine Schlüsselrolle bei der kommunalen Forstwirtschaft und der Aufforstung der Hügel Nepals. Die Schweiz unterstützt lokale Regierungen beim Bau von Brücken und fördert demokratische Praktiken durch partizipatorische Planung und Bauvorhaben. Während und nach dem Bürgerkrieg gingen die schweizerischen Entwicklungsprojekte weiter, zusammen mit diplomatischen Mitteln, um informelle Dialogförderung und Vertrauensbildung und Friedensgespräche zu fördern. Eine Komponente für das Eintreten für den Frieden ist die Beachtung der Menschenrechte. Deshalb unterstützt die Schweiz die Nepalesische Nationalkommission für Menschenrechte, ein unabhängiges Gremium, das Menschenrechtsverletzungen aufdeckt, die Regierung informiert und Täter zur Rechenschaft zieht. Die Kommission fördert auch die Inklusion diskriminierter Gruppen, wie beispielsweise die indigene Bevölkerung und der Dalit, eine Ethnie, die zur untersten Kaste gehört. Weiter wurden Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft ins Leben gerufen, um Menschenrechte, Inklusion, Rechenschaft und Transparenz zu fördern. Die Schweiz bleibt ein engagiertes Mitglied der internationalen Gemeinschaft und unterstützt Nepal weiterhin bei der Umstellung hin zu Föderalismus, Frieden und Demokratie. Es erstaunt wahrscheinlich wenig, dass unsere Reise heute in Nepal beginnt. Die Schweiz und Nepal verfügen über lange Beziehungen. Wir haben eine ähnliche Topografie, wir haben viele Berge und wir sind Binnenländer. Nepal hat sich entwickelt, weiterentwickelt, aber wie viele andere Länder auf dieser Welt wurde Nepal auch hart von der Pandemie getroffen, insbesondere von der zweiten Welle im Mai diesen Jahres. Ich freue mich sehr,
die Schweizerische Botschafterin in Nepal willkommen zu heißen, Frau Elisabeth von Kappeler, die zurzeit gerade in der Schweiz in den Ferien ist. Elisabeth, bist du da? Ich bin da. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Elisabeth, dass du dir trotz deinen Ferien die Zeit genommen hast, uns dieses Interview zu geben. Du bist jüngst aus Nepal eingetroffen. Wie sieht die Lage auch hinsichtlich der Pandemie dort aus? Vielen Dank, Billy, für die Einladung zu diesem Anlass. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wie du gesagt hast, hat die zweite Welle das Land sehr hart getroffen. Die Delta-Variante hat sehr viele Hürden ins Leben gerufen. Wir haben eine Infektionsrate von 20-30%, was enorm ist. Das Gesundheitssystem ist absolut überfordert und besonders beim Beginn der zweiten Welle war dies der Fall. Die Schweiz ist sehr schnell tätig geworden, hat die Regierung unterstützt mit Testkits, mit Isolationszentren, mit Abfallversorgung, mit Wasserhygieneprogrammen, auch mit einer Frachtlieferung von Sauerstoff, von Ventilatoren, die wir geliefert haben und eben Testkits. Aber die Covid-Krise ist nicht nur eine Gesundheitskrise, aber auch eine sozioökonomische Krise. Und deshalb haben wir auch darauf reagiert und unser Programm auf die Lage angepasst. Zum Beispiel haben wir KMUs unterstützt mit zinsfreien Krediten, damit sie die Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen konnten und niemanden entlassen mussten. Wir haben auch Migranten, Migranten unterstützt, die in den Golfstaaten gestrandet waren. Wir haben auch die Landwirte unterstützt. Wir haben sehr, sehr schnell auf die Krise reagiert mit unseren Programmen. Auch gemeinschaftlich sind wir tätig gewesen und haben Nepal sehr geholfen. Aber die Krise ist noch nicht überwunden. Ich denke, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis die Pandemie überwunden sein wird. Die Impfrate ist noch immer sehr, sehr gering und Indien konnte nicht noch mehr Impfstoffe nach Nepal liefern. Eine positive Seite der Covid-Krise ist, dass es der Regierung klar geworden ist, dass in den Gesundheitssektor investiert werden muss. Vielen Dank. Einige Herausforderungen in Nepal und nicht endend wollende Herausforderungen. Seit die Schweiz begonnen hat, da Hilfe zu leisten, hat sich das Engagement der Schweiz auch gewandelt. Inwiefern? Das wurde bereits bei der Einführung ganz kurz erwähnt und auch von Patricia Danzig erwähnt. Das heißt, die Zusammenarbeitsform hat sich eigentlich komplett gewandelt. In den 70ern hatten wir über 100 Spezialisten in Nepal, die vor allem in der Milchproduktion tätig waren, im Straßenbau, wie wir gehört haben, auch gesehen im Film. Und das DEZA hat eigene Programme umgesetzt. Das heißt, heute arbeiten wir mit den lokalen Regierungen zusammen. Wir bieten technische Unterstützung und bilden sie aus und sie setzen die Maßnahmen selber um. Wir sind schon immer sehr konsistent gewesen bei unseren Tätigkeiten, aber wir haben uns auch schon immer anzupassen verstanden, je nach politischem Kontext. Beispielsweise bei der Übernahme vom König haben wir mit lokalen Gruppen nur noch lokal gearbeitet. Während dem Bürgerkrieg haben wir nicht um den Konflikt herum gearbeitet. Wir haben auch diplomatische Instrumentarien angewandt, wie wir im Film gehört haben, und unser Programm entsprechend angepasst. Das heißt, ein jedes Projekt konnte lösungsfördernd sein im Kontext dieses Konfliktes. Das heißt, es wurden die Ursachen angegangen, nämlich die Exklusion 80% der lokalen
Gesellschaft. Das sind nur einige Beispiele, um aufzuzeigen, wie der Kontext sich gewandelt hat und wie wir uns anzupassen verstanden haben. Wir sind noch immer sehr relevant. Wir haben ständig unsere Arbeitsmethoden angepasst, dem Kontext der des Föderalismus förderns, also lokal und auf gemeinschaftlicher Ebene. Also wir haben, das System hat sich verändert von einem zentralen hin zu einem föderalen System und wir arbeiten nun entsprechend und dies auch aufgrund der gemachten Erfahrungen. Nepal hat einen langen Weg zurückgelegt, insbesondere die Frauen in Nepal. Ich war zu Beginn des Jahres in Nepal und traf da eine wunderbare Frau, Dr. Bimala Rai, die in einem kleinen Dorf in den Bergen aufwuchs und keine eigentliche Bildung genießen konnte. Heute ist sie Parlamentarierin. Sie hat einen Doktortitel in Wirtschaft. Sie hat auch einen Master. Ich habe mit ihr ein Interview geführt und sie gefragt, wer sie unterstützt habe. Meine Mutter ist inzwischen 99 Jahre alt. Sie ist nie zur Schule gegangen, aber sie war schon immer sehr zuversichtlich. Und sie hatte schon immer das Gefühl, dass Frauen, insbesondere Mädchen, eigenständig sein sollten, eigenständig und unabhängig. Und meine Mutter schickte mich dann zur Schule und förderte mich während meiner ganzen Reise, während meines ganzen Lebens. Du hast etwas Wunderbares geschrieben auf deiner Webseite. Du hast gesagt, eine Welt ohne Armut und ohne Ungerechtigkeit ist möglich, wenn alle Verantwortung tragen und Rechenschaft ablegen. Glaubst du wirklich daran? Ja, natürlich. Natürlich, ich glaube daran und arbeite daran. Es gibt zwei Arten der Armut, absolute und bedingte. Also die Welt ist halt leider nicht gleich und gerecht, aber wir müssen die absolute Armut beseitigen, und zwar für die ganze Menschheit. Und wir müssen an die Möglichkeit glauben, dies tun zu können, dass es notwendig ist, dies zu tun und dass dies machbar ist. Ich glaube, dass dies machbar ist und erreichbar ist. Wir können aber nicht sagen, die Regierung, der Staat ist dafür verantwortlich, die Zivilgesellschaft, die NGOs. Nein, das geht nicht. Wir können den Ball nicht ständig anderen zuspielen. Dann wird nie etwas umgesetzt werden. Man muss selber Verantwortung tragen. Man muss Rechenschaft ablegen. Und alle müssen Verantwortung tragen. Wie vorhin besprochen, hat die Schweiz Nepal auf den Weg hin zum Föderalismus unterstützt. Also habe ich Bimala Rai gefragt, wie dies die Rolle von Frauen verändert hat. Der Föderalismus hat es uns ermöglicht, lokale Politik zu betreiben, Budgets auszuarbeiten, zu planen, alles zu überwachen. Wenn lokale Regierungen gestärkt sind, so werden auch Frauen mehr Zugang zu den entsprechenden Dienstleistungen haben. Also wir reden hier von der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, Nepal kann nicht nur von der Schweiz lernen, es gilt auch andersrum. Ich denke, die Schweiz hat nicht von uns gelernt oder wir von der Schweiz. Es geht um gegenseitiges Lernen, um eine gemeinsame Erfahrung. Ich denke, die Arbeitsmethoden der Schweiz in Nepal sind anders als die anderer Entwicklungspartner. Ich habe Geber gesehen, Partner, die uns sehr viel Geld gegeben haben und versucht haben, die Modalitäten der Politik zu beeinflussen. Und das DEZA hatte weniger Gelder, war trotzdem aber Schlüsselfiguren, hat bahnbrechend gewirkt. Was wünschst du dir denn für Nepal und für nepalesische Frauen für die nächsten 20 Jahre? Wir sind Menschen.
Egal welchen Geschlechts, welcher Kaste, das soll alles keine Rolle spielen. Wir sind Menschen und jeder Mensch sollte gleich behandelt werden und Chancengleichheit erfahren. Dies ist eines meiner Motive und einer meiner Visionen. Ein Kind, das geboren wird, soll dieselben Chancen haben wie alle anderen Kinder. Dazu braucht es einen Kampf, aber das ist meine Motivation und meine Vision. Hoffen wir, dass deine Visionen sich bewahrheiten werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Bimala Rai. Eine wunderbare Dame, mit der ich mich unterhalten konnte. Nun zurück zur Botschafterin Elisabeth von Kapala. Was haben wir aus 60 Jahren Engagement im Nepal erfahren? Vielen Dank. Ich denke, unsere Interventionen waren teilweise erfolgreich. Wir sehen in Nepal überall Brücken der Schweiz, Kartoffeln, Käse, Milchprodukte, Schulen, ein langes Engagement und wir haben viel gelernt. Und wie Patricia Danzi gesagt hat, wir müssen auch bescheiden sein. Und ich denke, das hat unsere Entwicklungsarbeit, Zusammenarbeit schon immer bestimmt. Wir passen uns immer dem Kontext an, wir sind immer bescheiden geblieben. Wir haben auch festgestellt, dass wir oftmals technische Lösungen für politische Probleme zu bieten haben. Die Entwicklungszusammenarbeit ist sehr politisch. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, wie wir bei unserer Zusammenarbeit den politischen Kontext beeinflussen. Und wir müssen auch politische Lösungen unterstützen. Und ich denke, das ist uns in Nepal gelungen. Während dem Konflikt wegen dem Bürgerkrieg gab es einen schweizerischen Mediator, der dem Friedensprozess zuträglich war. Und wir haben unsere Programme angepasst. Wir haben am Konflikt gearbeitet in diesem Kontext, um versucht, den Kontext positiv zu beeinflussen, um Frieden sicherzustellen. Und wir haben immer festgestellt, dass Menschen, die Veränderungen bewirken wollen, sind für uns wichtig. Positive Reformen benötigen wir und Menschen, die den Wandel herbeiführen möchten. Das war die größte Lehre. Eine weitere ist, der Kontext soll Ausgangspunkt sein. Passen wir uns an, flexibel und schnell mit einer mittel- und langfristigen Perspektive. Und nochmals ein Aspekt, den ich erwähnen möchte. Wir müssen in drei Sektoren führend sein, um ernst genommen zu werden. Wir brauchen also auch dazu Finanzierung. Wir können nicht klitzekleine Programme führen. Wir müssen ernst genommen werden und die Führerschaft übernehmen. Das heißt, unsere Kompetenzen müssen wir bewahren. Und wie Bimala gesagt hat, zu Beginn war uns nicht bewusst, wie wichtig es ist, verschiedene gesellschaftliche Gruppen in unseren Projekten und Gruppen mit an Bord zu haben, um den Kontext zu verändern und um unsere Analysen anzupassen. Und deshalb, Billy, haben wir Diversität bei den Arbeitnehmenden, wir haben Inklusion und wie Bimala gesagt hat, haben wir Raum geschafft für Frauen in unseren Projekten und auf lokaler Ebene haben wir Parlamentarierinnen und auch Bürgermeisterinnen in Gruppen, die die Schweiz unterstützt. Das war eine große Lehre aus den vielen, vielen Lehren, die wir gezogen haben. Alles, was politischer Natur ist, muss uns bewusst sein. Wir müssen ständig und immer auch uns bemühen, positiven Wandel herbeizuführen und Reformen, demokratische Reformen herbeizuführen. Vielen, vielen Dank, Elisabeth. Wir haben noch ein paar Minuten und es gibt eine Slido-Frage für dich aus dem Publikum. Die Frage, die sich stellt, weshalb spielt denn die Schweiz eine solch wichtige Rolle in Nepal?
Wie Bimala gesagt hat, wir sind schon immer bescheiden gewesen. Wir haben lange mit unseren Partnern zusammengearbeitet. Wir haben uns immer dem Kontext angepasst. Wir sind immer neutral geblieben. Wir werden betrachtet als Akteur ohne versteckte Agenda, ohne versteckte oder intransparente Ziele. Wir sind ein kleines Land, das ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also ich denke, das sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Aber wir konnten uns ständig anpassen. Die lokalen Regierungen bemühen sich, um für die Menschen vor Ort tätig zu sein. Wir müssen dies nicht länger sicherstellen. Wir unterstützen somit die lokale Regierung und die wirtschaftliche Weiterentwicklung des privaten Sektors. Und die Nepalesi verstehen das und sehen uns deshalb als relevanten Partner, als Freund. Und das ist auch emotional wichtig. Das heißt, wir teilen sehr viele Gefühle mit den Nepalesen, wir Schweizer. Uns bleibt noch die Zeit für eine allerletzte Frage auf Deutsch. Der Lezer nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn andere Departemente oder Ämter nicht mitziehen und so Kohärenz in der Schweizer Politik schaffen? Ich denke, wir haben andere Ämter dabei, oder? Es ist halt immer vom Kontext abhängig, das SECO unterstützt, aber wir sind eine Schweizer Botschaft, wir haben Instrumente, das VBS ist mit einem VA vertreten, das ist für uns wichtig, weil wir sind auch im Engagement tätig der transitionalen Justiz. Wir haben ein Mandat der Parteien, da eine Lösung zu vermitteln. Und da haben wir auch vom VBS ein VA, der ist sehr wichtig für uns, für den Dialog mit der Armee. Wir haben das SECO, wir hatten früher die AMS. So, wir arbeiten mit dem SEM zusammen. So, ich denke, das kommt alles zusammen in einer Botschaft und wir ergänzen uns mit diesen Instrumenten. Wir haben auch jetzt von SIFEF, Swiss Fund for Investment in Emerging Market, eine Intervention, die ist sehr eng gelinkt mit unserem Programm, das wir haben. Also wir versuchen alle unsere Elemente, sei es SECO, VBS, DETSA oder SIFEM, in dem Programm, sind im Programm vereinigt und ergänzen sich und verstärken sich. Für mich muss es eins und eins muss drei sein und nicht zwei. Wunderbar. Vielen Dank, Botschafterin Frau von Kappelen. Noch einen schönen Urlaub in den Bergen. Danke. Und danke. Herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Und wir gehen jetzt auf die andere Seite des Planeten, nach Mali. Le Mali. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Zugang zu Trinkwasser und die Gemeinschaftshygiene gehören zu den Grundpfeilern der Armutsbekämpfung. Bis in die 70er Jahre war die Mehrheit der Bevölkerung gezwungen, Wasser aus oft weit entfernten Teichen und Flüssen zu trinken, was ihre Gesundheit und sogar ihr Leben gefährdete. Seit 1977 engagiert sich Helvetas im Auftrag der DEZA für den Bau von Wasserinfrastrukturen, unter anderem für den Bau von Trinkwasserbrunnen. Bei diesen Projekten werden die lokalen Behörden und die Dorfgemeinschaften in den Bau von Verteilungsstellen einbezogen. Die Schweiz fördert die Bildung von Wasserkomitees, die für die Wartung der Pumpen zuständig sind. Bereits in den 80er Jahren setzte die DEZA auf wirtschaftliche und innovative Lösungen wie Solarwasserpumpen. Die Schweiz diversifiziert ihr Engagement und konzentriert sich auf Bereiche wie Dezentralisierung, biologische Landwirtschaft und Grundbildung. Die Probleme der Land-Stadt-Wanderung, der Arbeitslosigkeit und der Unterbeschäftigung in den Städten verschärfen sich. Anfang der 2000er Jahre unterstützte die Schweiz die Vereinten Nationen bei einem Projekt zur Erleichterung des Internetzugangs für die Bevölkerung durch die Einrichtung von öffentlichen Telezentren in allen 703 Gemeinden Malis. Ziel ist es, das Gefälle zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten abzubauen und den Eintritt Malis in die globale Informations Gesellschaft vorzubereiten.
In einem äußerst fragilen, komplexen und unsicheren Umfeld engagiert sich die Schweiz weiterhin für Dialog und Entwicklung. Die Instrumente der humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedenskonsolidierung konzentrieren sich auf die Themen gute Regierungsführung, ländliche Entwicklung, Grundbildung und Berufsbildung. Im Bereich der Grund- und Berufsbildung setzt sich die Schweizer Zusammenarbeit dafür ein, dass alle Menschen auch in Krisensituationen Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Bildung haben und fördert die Entwicklung einer an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepassten Berufsbildung. Die Schweiz setzt sich insbesondere für die Förderung des Kunsthandwerks ein, das für Mali wichtig ist, weil es das Potenzial hat, Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen, für die Landbevölkerung, für gefährdete Menschen und insbesondere für Jugendliche und Frauen zu schaffen. Die DEZA unterstützt Handwerkerinnen und Handwerker in Mali, indem sie Berufsbildungszentren fördert, Handwerksbetriebe stärkt und bei der Vermarktung ihrer Produkte hilft. Das ist also, was die Schweiz im Mali gemacht hat. In den etwa letzten 60 Jahren. Aber wir haben schon Nuancen im Film gesehen. Also Mali hat große Schwierigkeiten schon seit einigen Jahren. Das ist ein geschwächter Staat, der nicht mehr in der Lage ist, die Bürger zu beschützen und auch die Grundrechte der Bürger Malis zu schützen. Mit schlimmen Konsequenzen, wie wir das in dem nächsten Film sehen werden. In Mali leben rund 20 Millionen Menschen, von denen fast 4 Millionen schutzbedürftig sind. Dies entspricht fast einem Fünftel der Gesamtbevölkerung oder etwa der Hälfte der Bevölkerung der Schweiz. Aber was bedeutet schutzbedürftig? In Mali wird die sich verschlechternde Sicherheitslage durch die Verschärfung der Gewalt, die von bewaffneten Gruppen ausgeht, und das Fehlen staatlicher Dienste noch verschärft. Die Menschenrechtsverletzungen in Mali nehmen zu und jeden Tag werden Angriffe auf die Freiheit und Würde der Bevölkerung verübt. Der Zugang der Bevölkerung zu grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Wasser und Kinderschutz wird immer schwieriger. Angesichts der Gewalt ist die einzige Alternative für viele Männer, Frauen und Kinder die Flucht. Einige verlassen das Land, aber die meisten fliehen in ein anderes Dorf oder eine andere Region im Landesinneren, wo es staatliche Stellen gibt. Diese staatlichen Dienste werden häufig angegriffen und die Archive zerstört. Außerdem gehen auf der Flucht oft zivile Aufzeichnungen verloren oder werden zerstört. 90% der Binnenvertriebenen haben keine Papiere. Kinder ohne Geburtsurkunde können nicht zu Schulprüfungen angemeldet werden. Ein Schulabbruch setzt die Kinder einem erhöhten Risiko der Ausbeutung, Frühverheiratung oder Rekrutierung durch eine bewaffnete Gruppe aus. Mit Erreichen der Volljährigkeit können junge Menschen keinen Personalausweis mehr erhalten und sich folglich nicht mehr frei bewegen oder beruflich integrieren. In Mali werden 30% der Kinder bei der Geburt nicht registriert. Neben dem Zugang zum Bildungssystem ermöglichen Personenstandsurkunden auch den Zugang zum Gesundheitssystem, zur Lebensmittelverteilung, zu Heirat und Arbeit sowie zur Teilnahme an demokratischen Wahlen. Darüber hinaus gibt es Eigentumstitel, ohne die die Rückkehrer Schwierigkeiten haben, ihr Land zurückzuerhalten.
Die Geburtenregistrierung ist ein grundlegendes Menschenrecht, das die rechtliche Existenz, die Bürgerrechte und die Staatsangehörigkeit garantiert. Wie kann man dieses Problem lösen? Was kann man tun, dass es in der Zukunft nicht mehr so schlimm wird? Ja, darüber wird gesprochen und es gibt auch Hilfe seitens der Schweiz. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Mali, mit der Stadt Mopti. Das ist etwa 640 Kilometer von Bamako, also Hauptstadt von Mali entfernt. Also alle sind da. Hallo Mopti. Et bonjour, Mamadou Sissé. Hallo Mamadou und Farmata. Hallo zusammen, seid herzlich willkommen. Hallo Nicoletta, willkommen im Mali. Danke Larsan. Im Film haben wir gesehen, dass wenn man keine Geburtsurkunde hat oder auch sonst keine Papiere hat, dass man da in schwierige Situationen kommt. Also zum Beispiel 30% der Kinder haben keine Geburtsurkunde. Erklären Sie uns noch einmal, was das bedeutet. Für die Menschen, die von diesem Problem betroffen sind. Also ein Bürger, der keine Zivilstandspapiere hat, ist einfach offiziell nicht anerkannt. Diese Person kann dann keiner Arbeit, bezahlten Arbeit nachgehen. Wenn man keine Zivilstandspapiere hat, dann kann man sich nicht frei bewegen. Man hat keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Und man kann auch die Bürgerrechte nicht ausüben. Also zum Beispiel kann man an den demokratischen Systemen nicht teilhaben. Also es ist schlimm für ein Kind. Ein Kind, das keine Geburtsurkunde hat, kann nicht zu den Schulprüfungen zugelassen werden. Also wir haben schon gehört, es sind 30% der Kinder, die davon betroffen sind. Aber wie viele Menschen insgesamt haben dieses Problem mit fehlenden Papieren? Also Mali ist ein riesiges Land. Also Mali ist 30 Mal so groß wie die Schweiz. Und da gibt es 20 Millionen Menschen. Und von diesen 20 Millionen Menschen haben wenigstens 2% der Menschen keine Zivilstandsunterlagen. Und für die Kinder ist diese Zahl noch viel bedeutender, weil 30% der Kinder haben keine Geburtsurkunde. Was macht die Schweiz diesbezüglich ganz konkret? Also die Schweiz kümmert sich darum seit 2018 und man kümmert sich darum, dass diese Zahlen natürlich verbessert werden. Und so konnten 300.000 Menschen offiziell anerkannt werden, weil sie jetzt nun Zivilstandspapiere haben. Und nächstes Jahr gibt es noch ein großes Programm. Und ja, da geht es auch weiter darum, dieses Problem zu lösen. Lachsan, wenn ein Kind in der Schweiz zur Welt kommt, dann geht man sofort das Kind anmelden. Und in Mali ist das nicht möglich. Erklären Sie uns das konkret. Wenn man jetzt ein Kind nach einer gewissen Zeit registrieren lassen, wie kann man das jetzt beweisen, dass das Kind an dem und dem Tag geboren wurde? Wie macht man das? Ja, im unserem Content ist es so, dass die Eltern 30 Tage Zeit haben, die Geburt anzumelden. Aber das passiert eben nicht so oft. Die Eltern können manchmal das Kind gar nicht anmelden. Und dann wird da einfach ein Richter das bestimmen. Und das heißt, der Richter muss sich dann darum kümmern, die entsprechenden Informationen zu beschaffen. Und dann geht es eben um Zeugnisse, die andere Menschen abgelegt haben. Und jetzt, damit das der Tag und der Monat der Geburt definiert werden kann, dann muss der Richter dann letzten Endes auf die Zeugnisse anderer Menschen zurückgreifen.
Sie mussten sehr schnell mit ihrer Familie aus der Gemeinde wegen nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen. Sie haben alles hinter sich gelassen. Sie konnten die Dokumente gar nicht mitnehmen. Und was bedeutet das jetzt, in einem anderen Ort anzukommen ohne Dokumente? Also ich muss sagen, dass ich mich da sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Also ich hatte auch nicht, ich konnte nicht viel tun, und ein Bürger, der keine Nationalität hat, der keine Dokumente hat, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja, es war sehr, sehr unangenehm. Ich habe keine Dokumente, meine Kinder haben keine Dokumente. Und das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Kinder hatten ihre Geburtsurkunde nicht. Welche Nachteile haben Sie konkret erlebt, jetzt zum Beispiel, um zur Schule zu gehen? Ja, die Kinder hatten keine Geburtsurkunde, um zur Schule zu gehen. Ich hatte auch keinen Personalausweis, der war schon abgelaufen. Und ja, es ist alles so unsicher und man konnte das sich nicht beschaffen. Und das, ja, dann habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Was haben Sie dann getan, um letzten Endes diese Dokumente zu erhalten? Welche Maßnahmen haben Sie unternommen, um die Dokumente zu bekommen? Also im Allgemeinen muss man das Problem den Leuten erklären. Ich habe dies und das Problem. Und ja, und dann wurde gesagt, ja, der und der kann mir denn diese Dokumente ausstellen. Und dann habe ich gefragt, kostet das was? Und dann hieß es, nein, nein. Und ja, und dann ging es natürlich auch immer um die Zeugnisse von anderen. Und ja, und dann habe ich einen Personalausweis bekommen mit Foto. Die Kinder haben ihre Geburtsurkunde bekommen. Und so ging es dann. Farmata, Sie hatten keinen Personalausweis als Frau im Mali. Was hat das für Auswirkungen für Sie gehabt? Also wenn du keinen Personalausweis hast, dann hast du überhaupt keinen Schutz seitens der Regierung. Ohne Personalausweis kannst du nicht normal leben. Also oftmals wird man ja dann auch von der Polizei angehalten und dann wird nach den Papieren gefragt. Also auch wenn du einen kleinen Handel machen willst, das geht dann einfach nicht, wenn du keinen Personalausweis hast. Und was haben Sie denn getan, um einen entsprechenden Personalausweis letzten Endes zu bekommen? Also ich habe dann jemandem erklärt, dass ich den Personalausweis nicht habe. Ich habe auch die Möglichkeiten nicht, diese zu erhalten. Und dann wurde mir gesagt, dass es dann ein entsprechendes Projekt gibt. Also es wurde dann so gemacht, dass Fotos gemacht wurden und dann am Ende haben wir den Personalausweis gratis erhalten. Und was hat seitdem für Sie sich geändert, seitdem Sie den nationalen Personalausweis haben? Also da bin ich wirklich vor Glück in die Luft gesprungen, als ich den Personalausweis bekommen habe. Und dank dieses Personalausweises kann ich jetzt ganz, ganz viele Dinge unternehmen. Vielen Dank, Farmata. Ich sehe hier jetzt jemanden, den wir noch nicht kennen. Und vielleicht kann dieser Mensch sich kurz vorstellen. Ich glaube, das ist der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, guten Tag. Leider funktioniert das Mikrofon nicht. Das tut mir leid. Vielleicht von Frau Sissé kann man das Mikrofon nehmen. Ah, jetzt funktioniert es. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Ich bin hier der Zivilstandsbeamte bei uns. Ja, diese Möglichkeit für die Bevölkerung von Mali, jetzt diese
Dokumente zu erhalten und die Identitätskarte zu erhalten. Was bedeutet das? Ja, das ist eine sehr, sehr große Freude und ich habe mich sehr aktiv daran beteiligt und habe nach Mittel und Wegen gesucht. Das hat vielleicht nicht sofort geklappt, aber jetzt funktioniert es und wir danken recht herzlich der Schweiz und der Entwicklungszusammenarbeit. Für uns ist das eine sehr große Freude, für die Bevölkerung hier vor Ort ist das sehr, sehr hilfreich. Recht herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns im Gespräch waren. Vielen Dank an alle Partner, die hier mit uns gesprochen haben. Traoré, Mopti und alle anderen. Dann sind wir jetzt wieder hier in Bern und fahren fort. Ich gebe das Wort zurück. Nachdem wir beide ja doch schon zum alten Eisen gehören, habe ich zwei junge Damen mitgebracht, zwei Hochschulpraktikantinnen der DEZA, Sina und Nora. Wir freuen uns, dass ihr heute hier bei uns dabei seid, denn für die Zukunft brauchen wir natürlich junges Blut. Und ihr habt euch Gedanken gemacht über die Arbeit der DEZA und ein Quiz für uns zusammengestellt. Wir sind gespannt. Genau, danke schön. Und wie immer könnt ihr auf Slido antworten und mitmachen. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Also sind alle bereit? Tout le monde avec leur téléphone pour pouvoir participer, bitte. Danke. Alle nehmen das Telefon zur Hand. Welcher Geldfluss in die Entwicklungsländer ist größer? Sind es öffentliche Entwicklungsgelder, Hilfsgelder aus reichen Ländern? Sind es die humanitäre Hilfe, Hilfsgelder von Nichtregierungsorganisationen? Oder sind es Überweisungen, Geld, das von der Diaspora nach Hause geschickt wird? Eine interessante Frage, Sina. Und ich frage mich eigentlich immer, wie viel Geld gibt die Schweiz für die Entwicklungszusammenarbeit eigentlich aus? Kann man das pro Kopf irgendwie ausrechnen? Ja, das beantworte ich sehr gerne natürlich. Die DEZA hat eine Strategie, die läuft von 2021 bis 2024. Die berechnet ca. 80 Rappen pro Person pro Tag. Also es sind umgerechnet ca. eine halbe Flasche Milch pro Person. Es hört sich nicht so viel an, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir schon Antworten haben. Genau, wir sehen jetzt, dass 7% haben öffentliche Entwicklungshilfe gewählt. Humanitäre Hilfe bleibt bei 0%, niemand gewählt. Und 95% wählen Überweisungen, also Geld, das von der Diaspora nach Hause geschickt wird. Und die haben recht, das ist so. Überweisungen, also Geld, das zurückgeschickt wird, ist dreimal so hoch wie öffentliche Entwicklungshilfe. Und obwohl das private Gelder sind, werden die vor allem für entwicklungsrelevanten Themen ausgegeben, wie Bildung und Gesundheit. Genau. Wunderbar. Danke, Sina. Nora, toi aussi, tu as préparé une question, donc du quiz. Und jetzt hier eine weitere Frage im Quiz. Ich habe auch eine Frage vorbereitet, nämlich, zweite Frage, welche Region der Welt produzierte im Jahr 2020 am meisten erneuerbare Energie? Welche Region produzierte am meisten erneuerbare Energie 2020? Frage an dich, du hast, glaube ich, das auch recherchiert, was macht die Schweiz, que fait la Suisse dans ce thème, was macht die Schweiz mit diesem Thema? Juste avant, vous voyez, vous pouvez choisir. Sie können jetzt drei Antworten auswählen, nämlich China, Europa oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind die drei Möglichkeiten. Was hat die DEZA unternommen? Das ist ein sehr aktuelles Thema, denn im Moment haben wir es mit extremen Klimaereignissen zu tun, immer mehr, auch schon in den letzten Jahren. Die DEZA verfolgt mehrere Projekte in diesem Bereich und das Ganze dient natürlich auch dazu, Zugang zu schaffen zu Elektrizität für alle Menschen. Das ist ein sehr wichtiges Projekt und das Ganze muss natürlich auf erneuerbarer Energie beruhen. Das ist genau das Hauptprojekt der DEZA. Jetzt schauen wir, welche Antworten haben wir erhalten. Europa 27%, China 70%, 69% nicht mehr, sondern 70% und die Vereinigten Staaten von Amerika 4%. Und was ist richtig? Ja, die Mehrheit hat recht. China,
China hat am meisten erneuerbare Energie produziert, mit mehr als 2000 Terawattstunden 2020. Das ist wirklich erstaunlich, denn man geht ja davon aus, das ist ein Klischee, dass in China noch sehr viel mit Kohle Energie produziert wird, aber das stimmt nicht. Im Vergleich zur Größe des Landes ist das recht beeindruckend. Ja, das sind absolute Zahlen natürlich. Sina, du hast noch eine Frage für uns? Genau, wir kommen schon zur letzten Frage. Die lautet, wie viele Verhandlungsführende an Friedenstischen waren zwischen 1992 und 2011 Frauen? Waren das 1 von 10, waren das 3 von 10 oder waren das 6 von 10? Auch wieder eine gute Frage, aber ich habe jetzt auch noch eine gute Frage. Warum bis 2011? Ich meine, das war ja vor 10 Jahren. Warum wird das als Punkt gewählt bei der Frage? Das ist ein sehr spezieller Zeitraum von der UNO-Studie gewählt, weil in diesem Zeitraum viele internationale Bemühungen gemacht wurden, um Frauen in Sicherheits- und Friedensprozesse einzubinden. Und in dieser Zeit kamen auch viele UNO-Resolutionen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, wurden veröffentlicht. Genau, und unter anderem eben auch im Jahr 2000 wurde eine Resolution 1325 vom UNO-Sicherheitsrat veröffentlicht, der sich mit der speziellen Position, die Frauen in Kriegen und Konflikten haben, beschäftigt, die auch unter anderem die DEZA nutzt in ihrer Arbeit. Also kann man nur hoffen, dass vielleicht zwischen 2011 und 2021 noch mehr Frauen bei Friedensgesprächen dabei waren. War spannend. Wir haben alle was gelernt. Vielen herzlichen Dank, Sina. Schauen wir noch die Resultate. Und regarde vite. Entschuldigung. Das war zu schnell. Genau, wir haben um 71%, die haben 1 von 10 gewählt, 23%, 3 von 10 und 5%, 6 von 10. Und ich denke, die Mehrheit hat recht. Es war leider nur 1 von 10, um genau zu sein, 9%. Und ich muss auch sagen, wir haben nicht so einen großen Fortschritt gemacht. 2021 sind es 13% von Friedensführenden, die Frauen sind. Also ich denke, wir können da schon noch was machen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Wunderbar. Aber jetzt darf ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Und Merci Sina Fischer, merci Nora Tanner. Danke an alle. Und noch ein Wort. Wir haben viele Fragen an die Direktorin der DEZA, Patricia Danzi. Wir werden sie später noch aufgreifen. Wir werden die Fragen stellen, sie wird antworten. Und jetzt kommen wir zunächst einmal zum Balkan. Wieso willst du jetzt... Die ersten Schweizer Projekte in Nordmazedonien gehen auf 1992 zurück, als das Land unabhängig wurde, direkt nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien. Die Hilfe war hauptsächlich humanitär. Dazu gehörten Projekte wie das Verteilen von Schweizer Käse an die Bevölkerung. In 1996 ist das Büro der Schweiz errichtet worden und Nordmazedonien ist eines der Prioritätsländer in Osteuropa geworden. Das Rehabilitationsprogramm für die Schulen war das erste Vorzeigeprojekt. Nach dem interethnischen Konflikt im Jahre 2001 hat die DEZA Schlüsselreformen durchgeführt im Hinblick auf Demokratisierung und Dezentralisierung. Das Programm Community Forum wird zum Beispiel immer noch als Modell für eine partizipatorische Entwicklung der Gemeinschaft benutzt, mit dem Ziel, die Bürger und Bürgerinnen am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Durch strukturierte Forumsitzungen können Bürger und Bürgerinnen und Offizielle Probleme diskutieren und Lösungen anbieten durch Projekte und Empfehlungen.
Auch die Umwelt ist eine dringende Priorität. Der See Prespa liegt im Dreieck zwischen Albanien, Nordmazedonien und Griechenland. Sein Ökosystem ist von entscheidender Bedeutung. Und die biologische Vielfalt ist bedroht durch die Umweltverschmutzung, vor allem durch Abfall, durch Haushalte, Fabriken und die Landwirtschaft. Die DEZA hilft hier zu entgiften, indem ein nachhaltiges Abfallsystem geschaffen wird und das Bewusstsein über Umweltfragen erhöht wird. Das Projekt versucht auch, Sumpfgebiete wiederherzustellen und ökologische Pufferzonen, Schutzzonen zu identifizieren und die Erosion zu bekämpfen. Die Schweiz hat auch Nordmazedonien dabei geholfen, einen umfassenden Ansatz für den Naturschutz zu entwickeln. Das Projekt war erfolgreich, denn die Oberfläche der geschützten Gebiete in Nordmazedonien ist um 20% angestiegen. Wir haben gesehen, dass die Schweiz Nordmazedonien geholfen hat von Anfang an, aber es gibt immer noch Hindernisse im Land und große Herausforderungen, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit unter der Jugend. Wir schauen uns jetzt schnell an, wie die Schweiz versucht, dem Land zu helfen und die Arbeitslosigkeit unter der Jugend zu bekämpfen. Angela Krajewski ist Schülerin an der Berufsschule in Prilep, einer Kleinstadt in Nordmazedonien. Heute geht sie nicht in die Schule. Sie ist auf ihrem Weg in die Textilfabrik, wo sie ein Praktikum macht seit diesem Sommer. Dieses Programm gehört zum DEZA-Projekt Erziehung für die Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist hoch in Nordmazedonien, vor allem unter den Jugendlichen. Fast ein Drittel aller zwischen 15 und 29 Jahren können keine Arbeit finden, 3 Jahre nachdem sie die Schule verlassen haben. Der Hauptgrund dafür ist die Diskrepanz zwischen der Ausbildung durch das Erziehungssystem und die Talente, die vom Arbeitsmarkt gefragt sind. Das DEZA-Projekt Erziehung für Beschäftigung, das von dem Helvetas-Projekt durchgeführt wird, bekämpft vor allem die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen und vulnerablen Gruppen und versucht, Talente zu entwickeln und zu unterrichten, die auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Zum Beispiel, indem öffentliche-private Partnerschaften entstehen, um Berufsbildung anzubieten, formal und nicht formal. Die Zusammenarbeit zwischen der Gymnasium in Prilep und der Nähfabrik Come for Ages ist ein Beispiel. Es ist wichtig, in junge Menschen zu investieren. Mit der praktischen Arbeit, die wir in Come for Angel machen, können sie Talente entwickeln und während des Sommers können sie hierher kommen und unsere Produktionsprozesse kennenlernen. Das kann später für sie nützlich sein, wenn sie in einer Textilfabrik arbeiten möchten. Tatsächlich ist die Reaktion der Gymnasialschüler sehr positiv. Für mich ist es wirklich eine nützliche Erfahrung, denn durch die Arbeit, das Studium und die sozialen Kontakte lerne ich viele Dinge, die mir theoretisch und praktisch dabei helfen, für das nächste Schuljahr etwas zu lernen. Ich lerne hier viele neue Dinge, Nähen und Nähmaschinen. Das kann ich in den Büchern nicht finden. Mir gefällt diese Erfahrung und ich werde es sicher gerne noch einmal machen und freue mich darauf, nächstes Jahr wieder herzukommen und vielleicht einen Arbeitsplatz in Zukunft hier zu finden. Die Privatfirmen stellen fest, dass diese Diskrepanz schwierig ist für das Wachstum und sie verstehen, wie wichtig es ist, an der Berufsbildung mitzuwirken. Dieses Programm hilft uns, die Schüler zu gewinnen, die in der Textilindustrie arbeiten möchten. Wir sind dankbar für das Programm, denn später können wir dann Mitarbeitende bekommen, die hier arbeiten können und die uns schon kennen und die keine zusätzliche Ausbildung brauchen. Die Lehrer an der Berufsschule von Prilep schätzen auch die Partnerschaft mit den öffentlichen Schulen und den Privatfirmen hoch. Die Berufsbildung wird den jetzigen und zukünftigen Schülern helfen, Fähigkeiten zu erwerben und Kompetenzen, die wichtig sind für die Zukunft, die sie auf dem Arbeitsmarkt benutzen können oder an die Universitäten gehen können oder ihre eigenen Geschäfte, die sie eröffnen können.
Die Schweiz hat eine langjährige Erfahrung darin, dass der Privatsektor bei der offiziellen Berufsbildung mitwirkte. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, die verantwortlichen Menschen im Land davon zu überzeugen, dass wir in Nordmazedonien ein Erziehungssystem brauchen, das im Wesentlichen auf Berufsbildung aufgebaut ist. Und dazu brauchen wir die Mitarbeit, das Engagement von allen öffentlichen Institutionen, Privatsektor, aber auch von uns, die Eltern, die ihre Kinder in die Berufsbildung schicken und sehen das als einen guten Anfang für eine Berufskarriere. Und somit möchte ich Sie auffordern, uns auf eine Reise zu begeben in die wunderbaren Gärten der Schweizerischen Botschaft in Skopje, wo meine Kollegin Annetta einige Experten, Expertinnen versammelt hat zu einer kleinen Runde zur Situation in Nordmazedonien. Annetta, guten Tag aus Bern, guten Tag ebenfalls aus Skopje. Wir haben hier eine sehr interessante Runde mit sehr vielen Experten, Expertinnen, nämlich der Bildungs- und Wissenschaftsminister, die Ministerin Mila Karowska, Herr Viktor Miau, CEO eines großen Unternehmens in der Automobilindustrie, und Sibylle Sutter, die Botschafterin der Schweiz in Nordmazedonien. Die erste Frage geht an die Bildungs- und Wissenschaftsministerin. Aus Ihrer Sicht, Frau Ministerin, welche sind die wichtigsten Vorteile für die Regierung dank der Zusammenarbeit mit der Schweiz? Und muss noch mehr weiteres Wichtiges unternehmen werden. Vielen Dank für diese Gelegenheit, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Ich denke, wir haben mit der Unterstützung des DEZA und der Schweizerischen Botschaft hier vor Ort bereits sehr vieles unternommen und erreicht. Aber es bleibt noch mehr zu machen. Wir haben viel im Bildungsbereich unternommen, zusammen mit dem E4E-Projekt. Das heißt, wir haben die institutionelle Transformation begonnen in Richtung dualem Bildungsweg hier bei uns im Lande. Wir haben zusammengearbeitet mit den Handelskammern, mit den Schulen und mit den Unternehmen. Und nun haben wir dieses Jahr erstmals mehr Studentinnen und Studierende in den Gewerbeschulen. 46 Schulen machen bei diesem Projekt mit und 200 Unternehmen. Und das sind Ergebnisse, die wir eigentlich vorhergesehen hatten. Und dahingehend haben wir uns auch bemüht. Aber wir müssen ein nachhaltiges System sicherstellen, zusammen mit allen unseren Partnern, insbesondere mit der Unterstützung der Schweiz und des DEZA. Wir brauchen Vertrauen zwischen dem Wirtschaftssektor und diesen Schulen. Wir arbeiten in dieselbe Richtung, ziehen am selben Strick. Und deshalb hat die Regierung auch dieses neue Angebot erarbeitet. Das muss das Parlament noch gut heißen. Aber wir haben nun mal dieses Programm des dualen Bildungssystems in unseren Schulen. Und wir würden gerne so weitermachen. Und ich denke, das wäre sehr effektiv und wirksam. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre ganze Arbeit als Bildungsministerin. Ich denke, das duale Bildungssystem wurde bereits verbessert und soll noch weitergeführt werden und führt für junge Menschen zu neuen Perspektiven und Möglichkeiten hier im Lande. Unser zweiter geladener Gast heute, Herr Viktor Miau, CEO der Firma Costal. Ein Unternehmen, ein Beispiel einer Firma, die sich in diesem Bereich sehr, sehr stark engagiert. Herr Miau, in einem Lande, wo die Beiträge des privaten Sektors an das duale Bildungssystem noch eher gering oder bescheiden sind, könnten Sie uns mehr sagen aus Ihrer Sicht als CEO von Costal, welche sind die Vorteile und Vorzüge für den privaten Sektor? Und gibt es auch Hürden, dessen wir uns bewusst sein sollten?
Vielen Dank für die Frage und auch für die Gelegenheit, unsere Aktivitäten vorzustellen, die von der Schweizerischen Botschaft unterstützt wurden. Als global tätigen Hersteller in diesem Bereich arbeiten wir im Bereich für Premium-Komponenten für die Automobilindustrie. Wir sind global tätig, uns gibt es seit 5 Jahren. Noch vor 4 Jahren waren wir Pionier im Bereich des dualen Weiterbildungssystems. Wir sagten uns damals, wir brauchen diese Fähigkeiten, und zwar von Beginn an, dank diesen jungen Menschen. Wir brauchen Wissen über Megatronik, über CNC-Maschinen. Wir brauchen diese Fähigkeiten, dieses Wissen in der Robotik, in der Automatisierung, im Automobilsektor. Uns fehlte es an diesen Fähigkeiten, an diesem Wissen. Über 20 Jahre lang hatten wir die Industrialisierung hier im Lande und zu wenig Fokus auf die Praxis. Es war alles allzu theoretisch. Dank der Unterstützung der Schweizerischen Botschaft gelang es uns in den vergangenen 2 Monaten, 18-jährige Studierende zu haben, die 2 Monate lang in unserem Werk gearbeitet hatten. Und 3/4 dieser Studierenden werden vollumfänglich in unserem System eingebunden werden. Aber was sehr wichtig ist im Rahmen dieses Programms, sind die Fähigkeiten, die Verbesserung der Fähigkeiten und des Wissens, nicht nur der Studierenden, sondern insbesondere der Dozierenden. Der Wissensstand der Dozenten war nicht im Einklang mit den jüngsten Technologien. Zwischen April und Dezember 2021 werden die Dozierenden unsere Werke besuchen, sich vertraut machen mit den jüngsten Technologien und Fähigkeiten, damit sie dieses Wissen ihren Studenten weitergeben können. Das ist wie der Erwerb eines zweiten Abschlusses. Das ist wichtig, unsere Zusammenarbeit nicht nur mit den lokalen technischen und Ingenieurschulen. Ich denke, das ist national von Bedeutung. Und zu guter Letzt möchte ich Sie sehr loben von allen Gebern, mit denen wir im Bereich der Verbesserung der Bildung und Weiterbildung zusammenarbeiten. Es ist am schönsten mit Ihnen, am wenigsten bürokratisch und am wirksamsten und am hilfreichsten. Vielen, vielen Dank für dieses Votum und vielen Dank für die Inspiration für andere Unternehmen zwecks Verbesserung der Weiterbildung, insbesondere im Rahmen des dualen Weiterbildungssystems. Junge Menschen brauchen diejenigen Fähigkeiten, die die Wirtschaft auch anfordert und benötigt. Nun, Ihre Exzellenz, Botschafterin Sibyl Suter. Das Projekt, gerade dieses Weiterbildungsprojekt mit Einbindung von Frauen, ist noch im Anfangsstadium. Welche sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg dieses Projektes gemäß Ihnen? Vielen Dank, Annette. Das haben wir von meinen Vorrednern schon gehört. Wir haben hier im Lande engagierte Partner seitens der Regierung wie auch seitens des privaten Sektors. Wie du vorhin erwähnt hast, fehlt es uns an gewissen Fähigkeiten innerhalb des Landes. Und deshalb war es dem privaten Sektor wichtig, diese Fähigkeiten zu verbessern, dank einem dualen Bildungssystem, das in der Vergangenheit nur beschränkt möglich war und nicht sehr strukturiert war. Verbesserte Fähigkeiten wird zu besseren Möglichkeiten führen. Die Regierung wird den notwendigen Rahmen sicherstellen, um das duale System einzuführen und weiterhin zu verbessern.
Das duale System haben wir natürlich von der Schweiz übernommen, aber eher als Inspirationsquelle und weniger als Kopie. Das war eine Inspiration, weil wir Komponenten des schweizerischen Systems hier im Lande anwenden konnten und dieses aber auf die lokalen Bedingungen anpassen konnten. Das heißt, die Anpassungen wurden lokal vorgenommen. Und das war sehr, sehr wichtig, denke ich, für den Erfolg dieses Projektes bislang. Vielen Dank, Frau Botschafterin, für Ihr persönliches Engagement in diesem Bereich. Ich weiß, das liegt Ihnen sehr am Herzen. Aber nun zurück zu Billy in der Schweiz für Publikumsfragen via Slido. Vielen Dank, Aneta. Vielen Dank auch den Podiumsteilnehmenden. Wir haben einige Fragen bekommen. Wenn die Finanzierung kein Problem gewesen ist, was würde denn das DEZA anders machen? Ich denke, die Frage ist an Frau Botschafterin gerichtet oder vielleicht an unseren Gast. Oder Frau Ministerin, was hätte anders gemacht werden können? Das DEZA ist der bestmögliche Partner von uns als Regierung. Die Prozesse sind gut, es gibt ein Team, das dazu da ist, das duale Bildungssystem umzusetzen. Wir haben die ganze Unterstützung, die wir benötigen wurden, vom DEZA. DEZA ist ein starker Partner, ein Partner, der versteht, sich der Situation anzupassen. Wie wir eben gehört haben, ein unbürokratischer Partner. Und deshalb denke ich, der Prozess muss nicht angepasst werden. Wonderful. Wunderbar. National gesehen würde ich gerne Folgendes sagen. Das ist Startgeld sozusagen, Startunterstützung. Und dann geht es darum, vor allem, dass die Regierung das Ganze weiterentwickelt. Vielen Dank, Anette. Vielen Dank, Anita, vielen Dank unseren Gästen in Skopje für das Bild aus Nordmazedonien. Reisen wir nun auf einen anderen Kontinent, Peru. Die langjährige Partnerschaft zwischen der Schweiz und Peru begann 1964 mit einer Lieferung von Stieren, schwangeren Kühen und Ziegen, jeweils ein Dutzend, in Lima ankam. Bis heute kennt man in Peru Andino-Milch und Tilsit-Käse. Für viele Peruaner der Inbegriff der Schweiz. Die ersten schweizerischen Experten waren beauftragt worden, Wissen aus der industrialisierten Welt in die damals sogenannte Dritte Welt hinauszutragen. In den 70ern sah man eine Veränderung der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Peru. Die Erfahrungen, die gemacht wurden, zeigten auf, dass es wichtig geworden war, sozioökonomische Aspekte aus dem Bereich der Technologie und des Wissenstransfers zu inkludieren. Die neue Regierung teilte das Land zwischen den Landwirten auf 1969. Schweizerische Projekte halfen, Genossenschaften zu bilden, Bauerngemeinschaften zu bilden und den Landbesitz sicherzustellen. Das DEZA erzielte konkrete Resultate bei der agronomischen Forschung und bei der Wiederaufforstung. Die 1980er Jahre sahen das Aufkommen des schweizerischen Kartoffelprojektes. Davon nutzten vor allem kleinste Landwirte in abgelegenen Gegenden. Zudem war die Schweiz tätig bei der Erneuerung von natürlichen Ressourcen im Amazonas und die Schweiz unterstützte Kleinstunternehmen in Städten, wo die Arbeitslosenrate und soziale Probleme ausgeprägt waren.
Zugang zu sicherem Trinkwasser und zu sanitären Einrichtungen sind wichtig für ein Leben in Würde und für die Beachtung der Menschenrechte. Im Jahre 2000 entschloss sich die Schweiz, die peruanische Regierung zu unterstützen und dieses Problem anzugehen. Das Programm wurde ausgeweitet auf 14 Regionen, wo das Modell kopiert wurde. Zu guter Letzt diente das Programm als Grundlage für die ländliche Wasserversorgungs- und sanitäre Politik Perus. Das DETSA begleitete Peru auch auf dem Weg hin zur Demokratie. Man half Peru, Menschenrechte zu verteidigen und die Dezentralisierung voranzutreiben. Andere Projekte befassten sich mit einem engagierten Eintreten für eine demokratische Regierungsführung und der Übertragung von Macht hin zu den lokalen Behörden. Eine Priorität war es dabei, Menschenrechte zu schützen und Rechte auf Gemeindeebene zu stärken. Hunderttausende von ländlichen Bewohnern konnten seither von diesem Projekt, von den Früchten dieses Projektes, nutznießen. 2012 befasste sich das DETSA mit globalen Risiken und Herausforderungen, mit dem Schutz der Natur, der Bewahrung der Biodiversität, der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenrisikominderung. Die Andenregion und die Karibik sind sehr vulnerabel von Menschen verursachte Katastrophen und für den Klimawandel, weshalb das DETSA 2018 eine Einheit ins Leben ruft, der zur Katastrophenrisikominderung für schnelle Reaktionen. Als Waldbrände durch das Amazonas-Bassin hindurchfegten 2019, kreierte die Schweiz eine interaktive Karte aufgrund von NASA-Daten zusammen mit den bolivianischen Behörden. Es kam dazu, oder dank diesem, zu stündlichen Updates und zu akkuraten Informationen über diese Waldbrände, was die Feuerbekämpfung sehr erleichterte und wirksamer gestalten ließ. So, let's move to Lima, the capital of Peru. Reisen wir nun nach Lima, der Hauptstadt Perus, und sagen wir Rafael Milan Garcia guten Tag. Ich sage Hola Rafael, bist du da? Hola Nicoleta, willkommen hier in Bern. Vielen Dank. Rafael, du bist regionaler Programmverantwortlicher bei der Schweizerischen Botschaft in Lima. Wir haben von Waldbränden gehört letztes Jahr und von der Arbeit des Hubs zur Katastrophenrisikominderung. Wie sieht es denn aus bei einer solchen Katastrophe in der Region, bei einem Erdbeben, bei einem Waldbrand? Was unternimmt das Hub da? Im Videoclip hat man das gut gesehen. Die Waldbrände sind nur ein Beispiel der vielen natürlichen Gefahren in dieser Region. Fluten, Vulkanausbrüche, Erdrutsche. Die Region ist sehr stark ausgesetzt. Man möchte die Armut bekämpfen und die Resilienz der Betroffenen stärken. Die erste Aktion ist, den politischen Dialog zu fördern. Die zweite Strategie ist es, von allen Erfahrungen zu profitieren und die langjährige Erfahrung des DETSA zu nutzen, um schnell reagieren können. Eine Gruppe ist da, um Schäden schnell zu bemessen und schnell Reaktionen zu bestimmen. Der Klimawandel mit allen negativen Auswirkungen ist natürlich ein großes Problem in dieser Region der Welt. Und auf dem südamerikanischen Kontinent kommt es ja auch zu Luftverschmutzung aufgrund dessen. Schauen wir uns den Videoclip an. Air pollution
Die Luftverschmutzung ist eine weltweite Herausforderung, von der 90% der Weltbevölkerung betroffen ist. Transport ist ein großer Verursacher. Die Luftverschmutzung betrifft uns alle. Wir alle atmen 10 bis 15.000 Liter Luft täglich ein. Wir atmen ein, was sich in der Luft befindet. Was bedeutet dies für unsere Gesundheit? Die Kombustion, die Verbrennung von toxischen Brennstoffen, von der Industrie, von Abfall, von Bränden führt zu gesundheitlichen Problemen und verringert die Lebenserwartung aufgrund von Problemen mit den Lungen oder kardiovaskulären Schwierigkeiten. Ständige Luftverschmutzung ist ein Riesenproblem. Wir reden hier von 4 Millionen Todesfällen jährlich, die mit besseren Strategien verhindert werden könnten. Arme Nachbarschaften in Nähe von Autobahnen oder in Nähe von Fabriken sind sehr viel stärker betroffen in Asien und in Südamerika, wo die Regierungen keine entsprechenden Politiken fahren. Und es werden alte Motoren in den Süden verlagert. Das muss sich ändern. Wir brauchen globalisierte, evidenzbasierte Standards, um die Gesundheit und das Klima zu schützen, und zwar überall auf diesem Planeten. Die Luftverschmutzung hat nicht nur eine Auswirkung auf die Gesundheit, sondern auch auf den Klimawandel. Das sind zwei Herausforderungen, die zusammen angegangen werden sollen. Der Transportsektor ist sehr wichtig. Das ist ein großer Verursacher von Treibhausgasen, CO2, aber natürlich auch ein Verursacher von Feinstaub. Feinstaub ist sehr schädlich für den menschlichen Organismus. Was können wir dagegen unternehmen? Am Beispiel der Transportindustrie und dem Bau von Schwermaschinen wissen wir, dass technische Lösungen, beispielsweise die schädlichen Verschmutzer, dank der Nutzung von Dieselpartikelfiltern verbessert werden kann. Die Schweiz ist in diesem Bereich der Technologie ein Pionier. Es gibt auch neue Technologien, die die Luftverschmutzung und Treibhausgase drastisch verringern können, beispielsweise Elektrobusse, die mit erneuerbarem Strom fahren. Wir brauchen die richtigen Strategien. Wir brauchen solche Lösungen und Technologien. Die DEZA zusammen mit dem Partner SwissContact nimmt diese Herausforderung an. Wir unterstützen dank unserem Programm für saubere Luft in lateinamerikanischen Städten die Nutzung solcher Strategien, um die Luftverschmutzung aus dem Transport und aus der Herstellung und der Nutzung von Schwermaschinen verringern können. Wir müssen die Luftverschmutzung bekämpfen, um die Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Wir verfügen über die Technologien, die Lösungen und das Wissen, um einen Unterschied auszumachen. Viele Länder sehen sich diesen Herausforderungen ausgesetzt. Wir müssen hier den Wandel schnell herbeiführen. Deshalb unterstützen wir diese Koalition, die Regierungen, internationale Organisationen und NGOs zusammenbringt, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um den Klimawandel und die Luftverschmutzung zu bekämpfen. Raphael, zurück zu Ihnen in Lima. Die Luftverschmutzung ist also ein großes Problem in Lateinamerika, wie wir im Videoclip gesehen haben. Wir haben auch die Arbeit gesehen, welches die DEZA leistet in diesem Bereich. Wird dieses Problem schon seit Längerem ernst genommen oder erst seit Kürzerem? Das ist nichts Neues, ganz bestimmt nicht. Die DEZA ist schon seit jeher sehr aktiv gewesen bei der Zusammenarbeit in diesem Bereich, in dieser Region. Es geht darum, die Luftqualität in Lateinamerika zu verbessern. Da ist die DEZA schon seit 20 Jahren tätig gewesen in Zusammenarbeit mit den Regierungsbehörden. Aber das ist natürlich ein längerfristiges Bemühen. Und wir müssen nachhaltig gemeinsam daran arbeiten. Im Verlauf der Jahre
wurde der Ansatz geändert. Es ist nicht nur nicht mehr ein bilateraler Ansatz, sondern ein Ansatz der Zusammenarbeit zwischen mehreren Ländern, also ein globaler Ansatz sozusagen, mit starkem Fokus auf technische Unterstützung. Raphael, es gibt doch dieses Projekt Kalak Plus. Was ist dieses Projekt? Kalak Plus heißt, ist die Abkürzung für Climate and Clean Air in Latin American Cities. Das heißt, Klima und saubere Luft. Und wir arbeiten hier mit Santiago, mit Lima und mit Mexiko-Stadt zusammen. Und welches sind die Ziele von diesem Programm von Kalak Plus? Hauptziel von Kalak Plus ist in zwei Schritten, Feinstaub und Partikel zu verringern, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen in diesen großen lateinamerikanischen Städten, indem man Clean-Technologien nutzt, gerade bei öffentlichem Transport und auch bei Schwermaschinen, um die Gesundheit zu fördern und dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das haben wir ja im Video gesehen, auch diese Elektrobusse. Werden nunmehr neue Busse durch die Städte rollen? Ja, wir arbeiten mit den Städten zusammen, um die Qualität zu verbessern, um neue Technologien zu nutzen und um auch mit im Bereich der Schwermaschinen die Städte zu entlasten. Wie sieht es nunmehr politisch aus? Die Schweiz und Chile teilen sich das Ziel der CO2-Neutralität. Unser Ziel ist es, unsere CO2-Emissionen um 30% zu verringern, und zwar bis 2030. Deshalb ist die Relevanz der Unterstützung der DEZA so wichtig ist im Rahmen dieses Kalak Plus Projektes, damit Chile auch diese Ziele erreichen kann mit der Elektromobilität bei Bussen, dank der Feinstaubverringerung, dank der Nutzung von Filtern und auch dank der Nutzung von Filtern bei Schwermaschinen, wie auch viele weitere Maßnahmen, um CO2- und Kohlenstoffemissionen zu vermeiden oder verringern. Wir freuen uns sehr darauf, bis 2024 so weiterzumachen. Die internationale Zusammenarbeit war ein wichtiges Element für das Verständnis gewesen und hat Wirkung gezeigt, um die Lebensqualität zu verbessern. Wir müssen auch unterstreichen, dass dieses Programm essentiell war, um Elektrobusse einzusetzen. Alle beteiligten Akteure danken den Partnern. Diese Zusammenarbeit hat es uns ermöglicht, dieses wichtige Projekt umzusetzen, von dem 11 Millionen Menschen profitieren werden. Da die politischen Reaktionen sozusagen, das waren sie, wir haben eine Publikumsfrage erhalten, aber ehrlich gesagt möchte ich diese Frage später Patricia Danzi danken. Vielen, vielen Dank, Raphael. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in Lima und hoffentlich bis bald. Wiedersehen. Tschüss. Adios, Raphael. Und hallo, Billy. Hallo, Nicoletta. Die Zukunft unseres Planeten beschäftigt uns alle. Und wir haben jetzt hier ein paar Botschaften von jungen Menschen, die wir gefragt haben, wie sie sich den Planeten in 40 Jahren vorstellen. Ja, wie stelle ich mir die Zukunft in 40 Jahren vor? Da habe ich mir die Frage überlegt, voller Leben, Wohlstand und Entwicklung. Aber die Überbevölkerung hat die Produktion und den Konsum beeinflusst und das hat einen negativen Einfluss auf den Klimawandel und die Artenvielfalt gehabt. Wissenschaft und Technologie spielen eine wichtige Rolle und wir müssen darauf vertrauen, dass wir das Problem lösen können und ein Gleichgewicht zwischen Leben und Umwelt finden werden. In den nächsten 40 Jahren möchte ich in einer grüneren Welt leben. In einer Welt, in der mehr Bäume gepflanzt werden und nicht abgeholzt werden. Eine Welt, wo ein gesundes Leben möglich ist für arme Bauern und
Menschen, die in Not sind. Und zum Schluss möchte ich in einer Welt leben, wo saubere, erschwingliche und zugängliche Energielösungen für alle zur Verfügung stehen. In 40 Jahren träume ich davon, dass alle Menschen in allen Teilen der Welt leichten Zugang zu sicherem und sauberem Wasser haben. Bis dann wird die Überbevölkerung und die Lebensmittelsicherheit kein Problem mehr sein. Ich wünsche mir auch mehr Grünflächen für die Umwelt. In 40 Jahren wünsche ich mir, einen Planeten zu sehen, der gesund und sauber ist. Ein Planet, der ausgewogen ist in Bezug auf das Klima und das Ökosystem. Ich wünsche mir einen Planeten, in der die Führungspersönlichkeiten und die Menschen sich wohlbewusst sind, was geschieht und deshalb versuchen, die Umwelt zu schützen und zu bewahren. In 40 Jahren von heute wünsche ich mir Freiheit. Es sollte uns keine Sorgen mehr machen um den Planeten, kein Leiden mehr. Ein friedliches Leben mit der Natur, mit dem, was wir sind. Ich denke, die Menschheit hat immer nur das erreicht, was sich irgendjemand vorgestellt hatte. Und wir müssen dazu beitragen, mehr Wissen erwerben und kreative Lösungen finden. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen. In 40 Jahren möchte ich mir Veränderungen im Abfallsystem vorstellen. Ich möchte, dass die Luftverschmutzung aufhört. In 40 Jahren möchte ich eine Umwelt sehen, die förderlich ist für alle Menschen. Innovative Erfindungen, damit dieses schlechte Abfallsystem beseitigt. Ich wünsche mir eine Zukunft mit einer sicheren Abfallbeseitigung. Ich freue mich jetzt sehr, Daniel Marcelli von der DEZA, vom Globalprogramm Wasser, hier bei uns zu haben. Und Daniel, du hast ein konkretes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen der DEZA und der Jugend. Könntest du das erklären? Ja, nun, die Jugend als Zielgruppe für Umweltfragen steht ja schon seit einiger Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Die DEZ engagiert sich ja auch schon länger, um die Stimme der Jugend in Umweltfragen zu verstärken. Der Weltrekord der größten Postkarte mit über 125.000 Klimabotschaften von Jugendlichen aus der ganzen Welt auf dem Aletschgletscher 2018 war diesbezüglich ein Meilenstein. Kurz darauf hat ja Greta Thunberg dann ihren Auftritt an der Klimakonferenz in Polen. Und jetzt will die DEZA helfen, den Einfluss der Jugend auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 weiter zu verstärken. Dazu haben wir vor 14 Tagen an der Quelle der Rhone mit Schülerinnen und Schülern unsere neueste Aktion gestartet. 1 Million Youth Actions Challenge, kurz 1MYAC. Diese will weltweit die Jugend mobilisieren für 1 Million konkrete Taten zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Im Fokus stehen dabei die Ziele Nummer 6 zu Wasser, 12 zu Produktion und Konsum, 13 zu Klimawandel und 15 zu Biodiversität. Mit einer symbolischen Flaschenpost wurden konkrete Engagements zu den 4 genannten Nachhaltigkeitszielen auf die Reise nach Marseille geschickt. Warum? Dort findet in diesen Tagen der Weltnaturschutzkongress statt. Und mehr zu dieser Initiative sehen und hören wir jetzt dann gleich im kurzen Video und anschließend bei den Live-Interviews aus Marseille. Dankeschön, Daniel. SDC, the Swiss Agency for Development and Cooperation, die DEZA hilft der Jugend, um sich heiklen Themen zu befassen, Ideen zu inspirieren, Initiativen zu lancieren, um Tausende von jungen Menschen zu mobilisieren. Die Jugend will die Welt verändern. Und deswegen ist die letzte Initiative der DEZA etwas, um junge Menschen jetzt zu mobilisieren, 1 Million konkrete Aktionen für eine nachhaltige Zukunft. Schließen Sie sich diesem Challenge an. Handeln Sie jetzt. Voilà, et nous sommes en connexion maintenant avec Marseille, avec. So, jetzt haben wir eine Verbindung mit Marseille, mit zwei Menschen, die bei dieser Initiative mitmachen. Und Insaf Abdel Moula, können Sie mich hören? On vous voit. Wir sehen Sie, aber offensichtlich hören Sie uns nicht. Wir schauen mal, ob wir das Problem lösen können. Non, je crois.
Ich glaube, das klappt nicht. Also wir werden versuchen, Marseille nochmal zu erreichen. Marseille ist nicht so weit. Wir haben es geschafft, eine Verbindung mit Mali, Lima, dem Balkan zu erstellen. Und dann schaffen wir das auch mit Marseille. So, was machen wir? Machen wir einfach weiter im Programm? Dann würde ich jetzt den Delegierten für humanitäre Hilfe, Manuel Bessler, zu mir bitten. Und ich gebe den Platz frei. Jawohl, Manuel, bitte in die Mitte. Schön, dass du so spontan bist und einspringen kannst, nachdem leider die Verbindung nicht geklappt hat. Manuel, wir markieren gerade 60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit, aber es sind auch schon fast 50 Jahre, seitdem das GOR für humanitäre Hilfe existiert. Du als Delegierter verwendest das GOR auf und du schickst es auf Missionen. Wie wichtig ist das GOR für dich? Das ist richtig. Das GOR ist nicht ganz so alt wie die DEZA. 1971 hat der Bundesrat zuerst mal die Gründung oder die Grundlagen für die Gründung beschlossen und dann dauert es doch noch ein bisschen. 1973 wurde dann das GOR einberufen, wurde die ganze Struktur aufgesetzt und schlussendlich 1974 kam der erste Aufruf, wer meldet sich, wer ist interessiert an solch einer Arbeit. Und da kamen sehr spontan Zusagen, über 1000 Leute wollten da mitmachen und so wurde diese Einheit gebildet. Der erste Einsatz war dann 1974 in Tschad, wo über 99 GOR-Mitglieder, damals hieß es noch das Schweizerische Katastrophenhilfe-GOR, zum Einsatz kamen. Das heißt, da ist also viel Erfahrung, auch viel Geschichte dahinter und in dem Sinn ist das für uns von der humanitären Hilfe ein ganz wichtiges, ein entscheidendes Instrument. Wir sagen immer, es ist der operationelle Arm für der humanitären Hilfe, der zum Tragen kommt, jetzt zum Beispiel gerade in Haiti. Ja, du hast gerade schon Haiti erwähnt. Leider Krisen und Katastrophen passieren immer wieder. Was beschäftigt dich momentan am meisten? Ich würde sagen, die 3C oder die Kombination dieser 3C. Konflikt, Climate und in der Tat Covid oder die Pandemie als solchen. Wenn wir um die Welt schauen, diese drei Faktoren beeinflussen eigentlich fast alle Krisen. Afghanistan, wo wir einen großen Konflikt haben, wo wir Climate Change Auswirkungen haben mit dieser Dürre, die dort herrscht, wo wir die Pandemie haben. Aber nicht nur Afghanistan, in Jemen, im ganzen Mittleren Osten, im Horn von Afrika, Zentralafrika, in der Sahelkrise, in Zentralamerika, auch in Myanmar, in Bangladesch, die Mannigfaltigkeit der Konflikte, die Komplexität der Konflikte, die große Anzahl von Akteuren in den Konflikten. Es ist schwieriger, es ist gefährlicher, es ist teurer geworden. Die Herausforderungen sind gigantisch. Und umso wichtiger ist es, dass man die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zum Einsatz bringen kann. Und da nochmal ist das GOR mit seinen über 700 Mitgliedern. Jetzt, heute sind 209 GOR-Angehörige im Einsatz. Davon 82 Frauen, 127 Männer. Also wir auch hier müssen wir noch ein bisschen die Gender Balance hinkriegen. Aber das sind handverlesene Expertinnen und Experten, die wir gemäß ihren Profilen so in diesen Einsatzgebieten einsetzen können. Und du hast vorhin schon Haiti erwähnt. Wir haben jetzt eine Schaltung nach Port-au-Prince zu Fabrizio Poretti, der momentan das COBÜ dort leitet. Ihr wart ja bestimmt auch öfter in Kontakt während der Einsatzleitung, während der Mission, als die humanitäre Hilfe ein Soforteinsatzteam nach Haiti geschickt hat. Fabrizio, herzlich willkommen nach Port-au-Prince. Guten Morgen von Port-au-Prince. Und herzliche Grüße. Dankeschön. Bei dir ist es noch früh morgens, nehme ich an. Ja. Fast ein Monat nach dem Erdbeben, Fabrizio. Wie sieht die Situation momentan in Port-au-Prince aus? Also in Haiti? Ja, in Haiti, weil das Erdbeben war im Süden, genau. Unser Team wurde
zum Glück niemand direkt betroffen, also obwohl die Mitarbeiter Verwandte oder Freunde verloren haben. Viele von ihnen haben auch materielle Schaden erlitten. Und wir haben eben deswegen sofort Hilfe gegeben und einen Psychologen dort geschickt. Das ist für uns wichtig, die lokale Angestellte und die Schweizer, auch die dort arbeiten, zu unterstützen. In Port-au-Prince im Moment ist die Kriminalität ein Thema, die uns sehr besorgt, weil die Gangs verhindert das Transit der Hilfsgüter im Süden. Es gibt lange Stauen auch an der Tankstelle. Das heißt, die Gangs, die bewaffneten Gangs, blockieren eigentlich die Lieferung im ganzen Land. Und im Süden ist noch schwieriger, Benzin zu bekommen. Und wir können es eben die Hilfsgüter, die so wichtig sind für die Bevölkerung, nicht verteilen oder nicht, wie wir würden, gern verteilen. Allgemein, aber trotz im Süden ist die und in den urbanen Zentren besonders die Lage langsam beruhigt. Also die Bevölkerung ist wieder zurück in ihre Aktivitäten, die Märkte sind fast normal, sagen wir so, und einige Leute schlafen, wenn möglich, wieder zu Hause. Zum Glück funktionieren auch wieder einige Spitäler, aber sie sind mit vielen Patienten überfüllt. Fabrizio, schön, dich zu sehen, jetzt wiederzusehen. Gestern kamen die letzten Mitglieder des SET, des Soforteinsatzteams der humanitären Hilfe, zurück. Vielleicht kannst du als jemand, der vor Ort ist, der das Land kennt, die Herausforderungen gut kennt, zwei, drei Beispiele geben, vom Added Value, von dem Mehrwert, den die humanitäre Hilfe hier leisten konnte. Was war für dich als Verantwortlicher dieses Landes entscheidend mit der Unterstützung oder durch die Unterstützung der humanitären Hilfe? Also die Schweiz allgemein, denke ich, und die humanitäre Hilfe hat einen enormen Vorteil. Wir sind nicht nur hier in der Hauptstadt, wie du gesagt hast, aber wir haben eben zwei Ohren, gerade im Feld, in unsere zwei Projektbüros. Die zwei Büros, sie machen eine hervorragende Arbeit, aber sie haben auch gute Kontakte mit lokalen Behörden und Partnern. Sie führen seit zwei Jahren eben Wiederaufbauprogramme und Disaster Risk Reduction in der Region. Und das ist alles mit den lokalen Behörden auch zusammen implementiert. Als Resultat, wie du gesagt hast, also wir könnten während den Erdbeben und den tropischen Sturm Grace die 300 Häuser und die 4 Gemeinschaftsunterkünfte überprüfen und die sind alle da und die haben Leute geschützt. Dank eben diese zwei Büros könnten wir Material vorpositionieren, also zwei Wasserreservoirs und ungefähr 3700 wasserfeste planen. Und mit dem Soforteinsatzteam können wir schneller arbeiten. Andere Ländervertreter, wie du weißt, und die UNO-Systeme sind immer positiv von unserem effizienten Einsatz erstaunt. Also das ist wirklich da. Jetzt, wie du das mich gefragt hast, unsere Priorität ist, diese abgelehnte Bergdörfer Hilfe zu leisten. Die Hilfe ist dort nicht angekommen. Und dank unserer lokalen Kontakte und Behörden versuchen wir wirklich mit Mofa, mit Maultiere, diese schwer betroffene Bevölkerung zu erreichen. Danke dir vielmals. Vielleicht noch eine Frage. Und jetzt? Das Soforteinsatzteam ist abgezogen. Was bleibt? Wie sehen die zwei, drei nächsten Monate aus? Vor allem für die betroffenen Leute im Süden. Also wir haben hier auch, also Haiti ist ein Prioritätsland für uns. Also wir arbeiten ganz eng mit den Südzusammenarbeit, humanitäre Hilfe, unsere Partner. Wir haben schon jetzt angefangen, wirklich zu arbeiten mit diesem Wiederaufbau. Also humanitäre Hilfe ist eine Sache. Wir haben jetzt das gemacht. Wir sind noch dran. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon angefangen, unsere Programme umzuprogrammieren und eben diese Nexus, die du schon vorher erwähnt hast, zu machen. Wunderbar, vielen Dank, Fabrizio. Einen guten Tag nach Port-au-Prince. In der Zwischenzeit ist Deepak Elmer hier reingekommen. Deepak Elmer ist bei der DEZA zuständig für die Entwicklungsprogramme und er war zum ersten Mal bei einem SET-Team dabei. Deepak, wie war das für dich? Wahrscheinlich eine ganz neue Erfahrung.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Frage, Billy. Also ich möchte zuerst sagen, es war für mich ein absolutes Privileg, dass ich selber mit anpacken durfte beim Soforteinsatz der Schweiz in Haiti. Es ist ein Land, das mir sehr am Herzen liegt und ich kann diese Erfahrung allen empfehlen, falls sich die Chance präsentiert. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie der Soforteinsatz funktioniert. Es ist eine andere Art, sind andere Prozesse, vielleicht weniger tief, als ich mir es gewohnt bin von der Entwicklungszusammenarbeit, aber es geht vor allem darum, schnelle und lebensrettende Resultate zu erzielen. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass alle Aktivitäten von Beginn an mit den lokalen Akteuren koordiniert und umgesetzt wurden. Ich glaube, das ist meine persönliche Beobachtung, dass der relativ schlanke Aufbau eines Soforteinsatzes und die zeitliche Begrenzung das Bewusstsein dafür fördert, dass die lokalen Akteure schlussendlich verantwortlich sein werden, auch für die Weiterführung der Aktivitäten. Und last but not least, ich möchte sagen, der Teamgeist war wirklich super. Es haben alle am gleichen Strick gezogen, egal ob man jetzt von der humanitären Hilfe aus dem Chor oder von der Entwicklungszusammenarbeit kam, wie ich selber. Wunderschön, danke. Manuel, du hättest, glaube ich, noch eine Frage an Deepak. Bezüglich, natürlich, die verschiedenen Instrumente und die jetzt hier während dem Soforteinsatz zum Flug kamen, wie sieht denn jetzt auch von der Zentrale aus die Weiterführung aus? Also was wird mitgenommen und was wird wie weitergeführt, auch aus dieser Soforteinsatzaktion? Ja, danke. Also ich möchte vielleicht beginnen damit, dass die Erfahrung in Haiti hat mir jetzt auch persönlich gezeigt, oder, dass wir als Gesamt-DEZA schneller handeln können, wenn wir die gesamten Instrumente einsetzen und somit auch keine große Lücke entsteht zwischen der Phase der Soforthilfe und den mittel- bis langfristigen Entwicklungsmaßnahmen, die anschließend folgen. Und somit wird auch schlussendlich die Wirksamkeit der Schweizer Hilfe erhöht. Und ich gebe ein konkretes Beispiel, das noch einer gefragt, wie es weitergeht. Ich gebe das Beispiel Wasser. Das Erdbeben hat in vielen Gemeinden die Trinkwasserleitungen zerstört und in der Soforthilfe wurde eine Notversorgung sichergestellt mit sauberem Trinkwasser, mit temporären Wassertanks oder Wasserreservoiren. Und da wir jetzt vor Ort selber schon ein gemischtes Team waren, konnten wir bereits vor Ort planen, wie es weitergehen soll. Und wir haben dann entschieden, dass ein bilaterales Projekt, der DEZA, das bereits vor Ort existiert, diese Aktivitäten nahtlos weiterführen wird. Also zuerst kommt die Rehabilitierung der Wasserversorgung in diesen Gebieten, so wie es vorher war. Und anschließend werden die Gemeinden darin unterstützt, dass sie partizipativ, eigenständig ihre Trinkwasserversorgung verwalten und finanzieren können. Und somit wird auch ihre Resilienz gestärkt gegenüber zukünftigen Katastrophen von ähnlichem Ausmaß. Und somit werden wir nach 18, vielleicht 24 Monaten nicht nur sicherstellen, dass die Gemeinden und die betroffenen Menschen weiterhin von sauberem Trinkwasser profitieren, sondern vor allem auch von nachhaltig verbesserter Lebensqualität. Danke dir, Deepak. Für uns ist schon auch wichtig zu unterstreichen, dass es für uns ein großer Schritt vorwärts war. Diesen Schulterschluss im Feld nicht nur zu suchen, sondern eben zu finden und eine nachhaltige, weiterführende Hilfe vor Ort mit dem, diesen Nexus auszurollen und hier hoffentlich etwas hinzustellen, das auch bleibt. Danke dir. Vielen Dank, Deepak. Manuel, wenn du noch kurz bleibst, wir haben ein paar Fragen von Slido, von unseren Zuschauern, und zwar Frage Nummer 1. Die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit und humanitären Hilfe besteht in der Stärkung lokaler Akteure und Leadership. Ist die DEZA dafür gerüstet? Wir haben es gerade gehört, wie wichtig es ist, nicht einfach einzufliegen, ein bisschen was zu machen und wieder abzuheben, sondern eben was mit den lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten. Ich sage, wir sind gut aufgestellt im Sinne, dass wir eine große Feldpräsenz haben. Wir haben Büros, wir haben Botschaften, wir haben humanitäre Büros. In dem Sinn ist das sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Wir suchen noch mehr den Kontakt mit den lokalen Akteuren, das nicht immer ganz einfach ist. Die müssen ausgebildet sein, die müssen verlässlich sein, die müssen die Prozesse kennen. Also das ist ein längerer Prozess, der hier angetreten werden muss. Und ich glaube, wir sind in den Starting Blocks. Wir haben große Fortschritte gemacht gegenüber früheren Approaches oder früheren Ansätzen. Aber es ist sicherlich auch noch viel Luft nach oben.
Noch eine Frage von Slido für dich, und zwar: Wie beurteilen Sie das Potenzial eines Whole-of-Government-Approach mit Blick auf die Zukunft? Was müssen wir verbessern? Es ist wichtig, dass wir immer unterstreichen, die Schweiz ist in Afghanistan oder die Schweiz ist in Haiti. Es ist wichtig, dass wir hier aus dieser fantastischen Werkzeugkiste, die die Whole of Switzerland zur Verfügung hat, das richtige Instrument nehmen. Und dort haben wir sehr gute Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem VBS. Das Einsatzteam wurde mit dem Lufttransport des Bundes nach Haiti gebracht. Wir haben sehr viele Synergien mit dem BAFU beispielsweise, wenn es darum geht, auch umweltfreundlicher zu arbeiten. Wir haben viele Interaktionen mit dem BAPS, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Also es ist auch hier sicherlich besser, einiges besser. Diese Silos werden abgebaut, aber es ist auch hier sicherlich noch mehr zu machen, damit wir diese Instrumente richtig anwenden und so eben auch die Effektivität und die Effizienz wirklich auf den Boden bringen. Vielen herzlichen Dank, Manuel. Schön, dass du so schnell eingesprungen bist, denn ich höre, unsere Leitung nach Marseille steht. Insaf und Clive. Can you hear us? Yes, we can hear you. Ja, wir können Sie hören. Sehr gut, das funktioniert. Recht herzliches Willkommen an Insaf und Clyde. Sie sind Studentin, Medizinstudentin. Und Sie waren in Marseille dabei bei diesem Treffen der jungen Leute. Welche Mission haben Sie in Marseille? Also, es ist so, wir haben ihn nach Marseille eingeladen. Und bei mir geht es darum, dass ich die Jugend vertrete. Wir wurden auch dazu geladen und es ist wichtig, dass wir die Stimme der Jugend dort vertreten. Und auch die große Herausforderung. Und natürlich auch andere einzuladen und sich uns anzuschließen. Sie hatten sehr viele Kontakte mit vielen jungen Leuten aus der ganzen Welt. Es wurde diskutiert. Das war auch sehr vielfältig und bereichernd. Und jetzt, wenn Sie wieder bei sich zu Hause sind, was werden Sie tun, um weiterhin zu mobilisieren, junge Leute zu mobilisieren? Ja, wenn ich wieder nach Hause komme, nach Tunesien, dann werde ich die sozialen Netzwerke zunächst einmal nutzen, um die jungen Leute wirklich auch aufzufordern, sich uns anzuschließen, zu handeln, konkrete Maßnahmen zu unternehmen im Sinne der Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Recht herzlichen Dank, Insaf, und noch sehr viel Glück. Und jetzt geht es weiter. Hello, Clive. Mit Clive. Hello. Hallo, Clive. Meine Frage ist, als Menschenrechtsaktivist, was haben Sie gelernt in Marseille? Inwiefern ist das hilfreich für Ihre Arbeit? Als Menschenrechtsaktivist und jemand, der sich für die Umwelt einsetzt, denke ich, dass Fragen der sozialen Gerechtigkeit direkt mit dem Naturschutz verbunden sind. Wenn wir das Leben schützen wollen, müssen wir den Planeten schützen, Bäume pflanzen und solche Aktionen unternehmen, die für die Zukunft ausgerichtet sind. Als Menschenrechtsaktivist meine ich, dass wir viel tun können für den Umweltschutz, denn wir können nicht Menschenrechte und Umweltgerechtigkeit voneinander trennen. Was nehmen Sie mit aus Marseille, wenn Sie nach Kenia zurückkehren? Wie können Sie junge Menschen mobilisieren, um ihnen zu helfen? Ja, ich werde mit jungen Menschen zusammenarbeiten, denn im Kongress habe ich Kontakt gehabt mit Leuten aus verschiedenen Ländern und Orten, die unterschiedliche Argumente haben, aber wir alle stehen vor den gleichen Herausforderungen. Deshalb ist es entscheidend, dass ich mit meinen Menschen spreche an der Basis, um ihnen zu sagen, wie wir die Situation verbessern können. Ich habe auch einige Studien
vor, zusammen mit jungen Leuten, um diese Challenge weiterzutragen, mit Leuten an der Basis zu arbeiten, denn alle sind ja betroffen von diesen Herausforderungen, Veränderungen des Planeten und der Umwelt. Und dieser Challenge ist für uns eine Roadmap, um die globalen Aktionen voranzutreiben. Vielen Dank Ihnen beiden und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und für die Mobilisierung dieser Vorhaben. Alles Gute, Clive. Vielen Dank. Und jetzt haben wir wiederum die Direktorin bei uns, Patricia Danzi. Auch Sie waren in Marseille, glaube ich. Was haben Sie da mitgenommen von dieser Initiative? Ja, das war eine großartige Erfahrung mit den jungen Leuten, mit diesen beiden Kollegen und der Kollegin. Ich habe sie auch kennengelernt vor Ort. Sie haben mich sehr beeindruckt und sie haben mich auch bestärkt in meinen eigenen Gedanken und Projekten, die ich vielleicht nach Bern zurücktrage. Und natürlich ist die Jugend unsere Zukunft. Das ist eine sehr große Freude, mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, wir haben viele Fragen, die jetzt hereingekommen sind über Slido. Wir werden sie sammeln auf die eine oder andere Weise, um dann auch darauf antworten zu können. Erst einmal das Wort der Digitalisierung. Was bedeutet das für die DEZA? Was kann das bedeuten? Wohin wollen wir gehen mit der Digitalisierung? Die Digitalisierung. Natürlich, damit verbunden sind verschiedene Herausforderungen. Einmal in unseren eigenen Programmen. Wie können wir uns noch besser verbinden und abstimmen mit den verschiedenen Systemen? Und das haben wir auch gesehen in den verschiedenen Videos heute. Das ist auch wichtig für die zukünftige Planung. Es geht wirklich um eine digitale Revolution. Das kann man wirklich so nennen. Und was ist die Herausforderung dabei? Wir wollen wirklich auch Verbindungen aufbauen zu allen, auch an den entferntesten Orten. Wir haben gehört über Mali, über die Identitätskarten haben wir gesprochen. Es gibt andere Beispiele in der Ukraine und an anderen Orten. Viele Länder haben auch das Glück, dass sie diesen Schritt wagen konnten. Wir denken noch alle damals an das Fixtelefon und an das Mobiltelefon. Und jetzt mit der Digitalisierung gibt es neue Herausforderungen, aber auch sehr viele Chancen, die sich uns offenbaren, um eben auch Kontakt aufzubauen zu abgelegenen Gegenden. Wie viel weiß man über den langfristigen Nutzen von DEZA-Projekten? Gibt es entsprechende Evaluationen, zum Beispiel 10, 20, 30 Jahre nach Projektende? Also zu den Evaluationen, wir machen davon sehr viele. Es gibt interne und externe Evaluationen. Ungefähr 60 bis 80 Projekte, wir haben einige hundert Projekte natürlich, also 60 bis 80 Projekte pro Jahr werden evaluiert und dann gibt es auch Peer Reviews, das heißt von anderen Development Agencies kommen sie nach Bern oder gehen sie ins Feld und schauen uns an, wie sind wir aufgestellt, was machen wir und ist es wirksam. Wir haben da die Lessons learned danach und es gibt auch Sachen, die gehen schief. Das muss man zugeben, wir sind in fragilen Kontexten, da läuft nicht immer alles so, wie wir es uns wünschen. Wichtig dabei ist es, die richtigen Lektionen daraus zu ziehen, um sich konstant zu verbessern. Diese Evaluationen helfen uns, aber sie helfen uns nur dann, wenn eben alle daran arbeiten, sich danach auch zu verbessern. Es gibt auch noch eine Frage, die vielleicht von dem handelt, was manchmal nicht so gut funktioniert. Comment se positionne la DDC autour de la question de la décolonisation? Wie können wir uns positionieren im Zusammenhang mit der Dekolonialisierung? Oui, bon, il y a effectivement on a le besoin de regarder. Also, es ist wichtig, dass wir richtig zuhören und richtig hinschauen. Das ist die große Herausforderung. Und in unserem Bereich sind wir vor allem in Kontakt mit den Eliten, den sogenannten Eliten dieser Länder, mit Personen, die auch lesen und schreiben können.
Das stellen wir fest, aber der Anspruch ist sicher, dass wir die Diversität pflegen und Kontakte aufbauen mit anderen Gruppen, die nicht vielleicht alles so gut verstehen. Das ist eine Reach-out-Arbeit und gar nicht einfach, wenn man von Bern ausgeht oder von Paris kommt. Herkommt. Es reicht nicht aus, diese Arbeit in der Hauptstadt zu unternehmen, nur oder von den Hauptstädten aus. Das erfordert auch sehr viel Zeit. Das ist auch eine Frage der Kultur und eine langfristige Arbeit, damit man sich besser versteht. Die Bevölkerung muss uns auch sagen, was sie benötigt. Und das erfordert auch sehr viel Mut, dass man uns sagen kann, ja, aber dieses oder jenes Projekt, das entspricht nicht wirklich der Art und Weise, wie wir hier vorgehen vor Ort. Das muss man erst einmal sagen können, damit wir auch daraus lernen. Noch eine letzte Frage. Sie sind die Direktoren, 60 Jahre, das ist das Jubiläum. Und jetzt schauen wir die nächsten 60 Jahre an. Dann sind Sie vielleicht nicht mehr Direktorin in 60 Jahren. Aber wie sehen Sie die Zukunft? Wie muss sich die DEZA entwickeln? Ja, in 60 Jahren hoffe ich, dass viele andere Direktorinnen schon mir nachgefolgt sind und Direktoren. Und ich hoffe, dass wir dann uns auch verjüngt haben im Team, dass wir ein diversifizierteres Team sind, dass andere Kontinente auch mit einbezogen werden. Heute konzentrieren wir uns auf den Norden. Es gibt sehr viele Initiativen, aber auch im Süden viele Grundsätze der Zusammenarbeit, die eingehalten werden müssen. Und die jungen Leute haben wir ja gehört. Wir hoffen natürlich, dass sie auch in Zukunft uns weitere Herausforderungen stellen und Dinge von uns verlangen, damit wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Wir sind natürlich dann alt irgendwann und wir wollen dann natürlich am Ende unseres Lebens uns auch sagen, ja, wir konnten einige Herausforderungen angehen und uns verbinden mit den verschiedenen Kontinenten und den verschiedenen Partnern. Natürlich in 60 Jahren wird das Ganze sehr viel vielfältiger sein, das hoffen wir zumindest. Die verschiedenen Partner werden auch sich an uns wenden, denn es besteht ja keine andere Wahl aufgrund dieser Herausforderungen. Direktorin der DEZA, Patricia Danzi, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Fragen beantwortet haben. Ja, und zum Schluss der Veranstaltung freue ich mich wirklich sehr, dass wir auch den zuständigen Bundesrat bei uns haben, Außenminister Ignazio Cassis. Guten Tag, Herr Bundesrat, wir machen das Covid-konform, geben uns nicht die Hand, aber ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Genau, das finde ich eine schöne Geste. Buongiorno a tutti. Buongiorno. A lei, signora Cimino, e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Herr Bundesrat, wir haben vorhin aus dem Publikum gehört, wo es die größten Herausforderungen für die DEZA sieht. Man hat es aus den Fragen so ein bisschen gespürt. Ich würde gerne von Ihnen direkt wissen, was braucht die DEZA, damit sie gerüstet ist für die Zukunft? Ma prima di entrare nel merito della sua domanda, vorrei augurare buon compleanno alla Direzione per la Cooperazione e lo Sviluppo, bon anniversaire alla Direzione per la Cooperazione e lo Sviluppo, happy birthday DEZA. Ich glaube, es ist ein wichtiger Geburtstag und das muss man auch offen sagen, auch wenn ich erst am Schluss komme. Jetzt ist es so 60 Jahre, ja, das habe ich gemeinsam mit der DEZA. Die DEZA feiert dieses Jahr 60 Jahre, ich habe meine 60 Jahre vor 5 Monaten gefeiert. Ich bin 60 Jahre alt geworden, die DEZA wird 60 Jahre jung. Und leider, ich wäre noch zufriedener, wenn sie auch alt wäre, weil das würde heißen, dass sie tatsächlich entbehrlich wird. Aber ich glaube, die Welt tickt heute immer noch nicht so aus, dass es keine Entwicklungszusammenarbeit notwendig ist. Jetzt zu Ihrer Frage, was braucht man? Ich glaube, kurzfristig eine klare Strategie. Und ich bin stolz, mit der ITSA-Strategie 21-24 diese Klarheit geschaffen zu haben. Wir haben dort klare Ziele, wir haben dort Maßnahmen und wir haben Eckwerte festgelegt. Ich glaube, das gibt eine klare Orientierung zu dem mittelfristigen Weg, den wir jetzt zusammenlaufen müssen. Dazu gehört, wenn man eine Strategie hat, muss man auch die notwendige, richtige Struktur haben. Und hier spreche ich die Reorganisation, die zurzeit in der DEZA läuft. Nur mit einer zeitgemäßen Struktur kann die Strategie tatsächlich auch umgesetzt werden, um mehr Wirkung im Feld zu haben. Das ist schließlich das Ziel. Und ich möchte
nicht diese Gelegenheit einfach so laufen gehen lassen, ohne zu sagen, dass ich Verständnis habe, dass wie jede Reorganisation, auch die geplante Reorganisation mit Unsicherheiten verbunden ist. Und dafür habe ich Verständnis, das ist absolut normal. Ich erwarte von der DEZA-Direktion einen klaren, einen inklusiven Prozess, der die offenen Fragen so schnell wie möglich klärt und dass wir wirklich auch diese Reorganisation bald beenden. Alle Direktionen des Departements, nicht nur die DEZA, arbeiten daran, an dieser Reorganisation und darauf kann man sicher sich abstützen. Mittel- und langfristig, wie gesagt, ist es heute, zum heutigen Zeitpunkt leider nicht möglich zu sagen, die DEZA wird irgendwann entbehrlich. Mhm. Leider ist die Welt immer noch nicht so, dass wir uns hoffen können, dass es keine Kriege, keine Naturkatastrophen und keine sonstige Schwierigkeiten, die eine internationale Zusammenarbeit benötigen. Und damit meine ich die drei Säulen, die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit und vergessen wir es nicht, die Friedensförderung, wo wir auch sehr tätig sind. Und dazu kommen aber neu, und das war jetzt eine der letzten Fragen an die Hausherrin, ich musste lachen wegen diesem Namen, weil in Italienisch tönt es etwas komisch, aber... Wie sagt man es auf Italienisch? La Capa. La Capa. Wichtig. Es ist viel einfacher, die Chefin. Die Frage der Digitalisierung, die Frage der neuen Technologien, das sind, wie jedes neues Ding im Leben, ist eine Chance und eine Herausforderung, wie das Fernsehen, als ich Kind war. Und ich glaube, die Digitalisierung, neben dem, was bereits gesagt worden ist, bringt uns neue mächtigen Instrumente. Also ich denke einfach stichwortmäßig an Tech for Good. Alles, was wir in der humanitären Hilfe machen, ich sehe Herr Bessler da vor mich, und also wenn ich jetzt sehe, dass Drohnen einen Flüchtlingslager planen, damit es künftig bereits daraus eine Stadt entsteht, dann ja, dann ist das die Digitalisierung. Und das habe ich in Zimbabwe gesehen und das hat mich zutiefst beeindruckt. Oder die künstliche Intelligenz, also Algorithmen, die uns helfen, repetitive Arbeit bestmöglich und effizient zu machen. Das ist alles Digitalisierung. Neben den betriebsinternen Digitalisierung, die uns erlaubt, zum Beispiel diesen 60-jährigen Geburtstag virtuell zu feiern. Das ist auch Digitalisierung. Wenn wir Sie schon da haben, und das ist wirklich gut, weil momentan schaut die Welt nach Afghanistan. Ganz viel passiert dort. Wenn wir Sie schon da haben, möchte ich Sie fragen, was tut die Schweiz aktuell, um vor Ort in Afghanistan zu helfen? Der Bundesrat hat hierzu eine dreiphasige Strategie entschieden. In der ersten Phase ging es darum, das Kooperationsbüro kurzfristig und vorübergehend zu schließen, weil die Sicherheitslage ungenügend gut war. Und Folge davon war, unser Schweizer Personal sofort in die Schweiz zurückzuholen und das lokale Personal, Ortskräfte, wie die Deutsche habe ich gelernt, sie das nennen, sie zu evakuieren, samt ihrer Familie. Und das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Das sind etwa 250 Menschen, die heute in der Schweiz in Sicherheit sind. Und das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darauf bin ich stolz und der Bundesrat ebenfalls. Die zweite Phase ist Hilfe vor Ort. Das, was wir von Syrien, von der Katastrophe und von der Flüchtlingsströmungen dort gelernt haben, ist, dass wir uns viel zu wenig mit den Nachbarländern beschäftigt haben. Und das wollen wir, diesen Fehler wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Das heißt, der Bundesrat hat beispielsweise gestern eine Aufstockung von etwas mehr als 30 Millionen für die humanitäre Hilfe, damit wir Hilfe vor Ort, sei es Ernährung, Gesundheit, Shelter oder egal was, einfach was es braucht, damit diese Leute, die jetzt intern Vertriebene sind, auch noch betreut werden können. Das ist die zweite Phase. Und mit diesem Geld können wir auch natürlich die Summe, die für 2022 vorgesehen ist, 27 Millionen Franken, komplettieren, ergänzen, damit wir tatsächlich also für unsere 8,5 Millionen Bevölkerung
ein guter Donor sind. Also ich werde mit selbstbewusster und mit hohem Blick nach Genf in die Afghanistan-Konferenz gehen können am Montag, damit andere Länder auch sich bewegen können. Und das kann ich vorangehen mit dem guten Beispiel, das der Bundesrat auf unseren Antrag gestern entschieden hat. Dann geht es darum zu sehen, wie es dann die Reise weitergeht. Wie entwickelt sich die Situation in Afghanistan? Wie wird diese Regierung, diese Taliban-Regierung tatsächlich sein? Das ist viel zu früh, um zu sagen, genau ist es viel zu früh, um zu sagen, wann können wir wieder eröffnen, unsere Vertretung in Kabul. Das sind Fragen, die zurzeit wir noch nicht beantworten können, aber ich glaube, dieses dreiphasige Vorgehen hat, das war wiederum eine klare Strategie des Bundesrates, um die Schweiz damit auseinanderzusetzen. Wenn Sie zu sagen, es ist noch viel zu früh, um gewisse Entscheide zu treffen, heißt das auch, es ist zu früh, um zu sagen, wie die langfristige Hilfe aussehen wird? Genau. Ich glaube, das ist natürlich eine der Lehre der Lektionen, Lessons learned, haben Sie vorher gefragt. Also 20 Jahre nach Milliardeninvestitionen in Afghanistan und wo sind wir? Wieder 20 Jahre zurück. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gewisse Dinge, die gemacht worden sind, ich denke beispielsweise an die Bildung der Frauen, der jungen Mädchen. Das bleibt, das kann nicht geklaut werden. Aber genügt das oder inwieweit ist das ausschlagkräftig, damit es die Stoßrichtung des Landes beeinflusst? Das sind die grundsätzlichen Fragen, die erst die Zukunft uns ermöglichen wird zu beantworten. Und ja, Ihre Frage, wir können jetzt noch nicht sagen, was die Schweizer Aktivität dort sein wird, was die westlichen Länderaktivitäten dort sein wird. Ich glaube, es hängt wirklich sehr viel davon ab, wie die Sicherheitslage sich entwickelt. Mhm. Herr Bundesrat Cassis, wir haben Sie hier. Wir haben Fragen aus dem Publikum. Wollen wir sie kurz ein paar anschauen? Gerne. Ich glaube, die erste ist wirklich, ja, wirklich für Sie. Comment la coopération au développement wie wurde die Entwicklungshilfe beeinflusst durch die politischen Prioritäten? La coopération au développement, c'est une activité. Ja, absolut. Diese Entwicklungszusammenarbeit, das ist eine politische Aktion, eine absolut politische Haltung auch steht dahinter. Das einleitende Kapitel unserer Strategie für die internationale Zusammenarbeit 21 bis 24 bezieht sich darauf. Da können Sie nachlesen, wie diese Zusammenarbeit überhaupt entwickelt wurde, aufgrund von geopolitischen Überlegungen damals. Nichts ist nicht politisch oder alles ist politisch, auch im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Denn wir verwenden auch Gelder der Bürgerinnen und Bürger. Wir fragen sie nicht immer, es wird ein neues Gesetz erlassen. Das ist ein politischer Wille, sich einzusetzen auf der ganzen Welt. Nicht unbedingt nur auf neutrale Art und Weise. Natürlich, wir wollen auch eine solche Welt anstreben, in der wir sicher Handel betreiben können. Das ist auch in unserem Interesse, im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger auf dem Planeten. Und dies hat die Schweiz auch vor 60 Jahren dazu gebracht, sich eben zu engagieren. Das heißt, alle Themen haben auch einen politischen Aspekt. Ja, absolut. Die Politik ist wirklich etwas, das uns alle interessiert. Alle Menschen, die gesamte Bevölkerung auf diesem Planeten, das ist ein allumfassendes Instrument. Wir haben viele verschiedene politische Instrumente. Die Entwicklungszusammenarbeit gehört dazu, im Sinne einer sichereren, stabileren Welt mit weniger Leid auf dieser Welt. Wir sind ja keine Masochistinnen, ganz im Gegenteil, wir versuchen eben solche guten Mittel und Wege zu finden. Wie sehen Sie die schweizerische internationale Zusammenarbeit in 2050? Ich rechne also in 29 Jahren. In 29 Jahren. Si j'avais la capacité de prévoir le futur, je crois que. Also wenn ich die Fähigkeit hätte, in die Zukunft zu sehen, dann hätte ich schon einiges verändert, schon im Vorhinein, möchte ich sagen. Es ist so, leider, als wir diese Reise begonnen haben,
mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Marshallplan auch für die armen Länder, die damals gelitten haben, auch an Unsicherheit, haben wir uns vielleicht nicht gedacht, dass 60 Jahre später wir immer noch die gleichen Aktivitäten durchführen würden, dass wir immer noch dabei wären, das gleiche Problem zu lösen. Man hätte sich denken können, vielleicht wäre das inzwischen nicht mehr nötig, aber leider ist das nicht der Fall. Man hätte die Dinge vielleicht optimistischer sehen können, aber man hätte sich getäuscht. Und ich befürchte, dass wir in 30 Jahren immer noch humanitäre Hilfe benötigen, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung. Es war ja eine spezielle Zeit, die letzten 1,5 Jahre. Sie waren als Außenminister trotzdem unterwegs. Was hat Sie so am meisten beeindruckt bei Ihren Reisen auch in die Gebiete? Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man unterwegs ist, ändert sich der Blickwinkel. Hier in Bern, Sie haben ja auch meine Antworten gehört, ich bin Bundesrat, ich gebe Ihnen auch die Antworten, die der Gesamtbundesrat gibt für diese, also es geht um Kredite, es geht um Investitionen, um grobe Ziele und so weiter. Das ist alles ziemlich theoretisch. Wenn man dann selber reist, vor Ort sieht, was mit diesem Geld tatsächlich passiert, dann und wie die Bevölkerung auch mit diesem Geld umgeht und wie das breit unterstützt ist, was wir tun, wie viele innovative Projekte wir auch auf dem Feld haben, dann bin ich immer wieder beeindruckt. Ich habe von diesen Drohnen jetzt bei der humanitären Hilfe gesprochen. Ich könnte von Mali sprechen. Ich durfte Bamako besuchen und die DEZA-Projekte südlich des Mali. Ich war zutiefst beeindruckt, wie man beispielsweise den Bauern hilft, mehr Milch zu produzieren, indem die Kühe anders betreut und behandelt und inseminiert werden. Oder das sind Dinge, die wir auch durchgemacht haben, aber einfach vor 60, 70, 80 Jahren marktgetrieben. Und sie sind leider in einer Entwicklung, wo der Markt nicht die Rolle spielt, die es bei uns gespielt hatte, sondern sie brauchen da auch noch etwas Hilfe. Die Hoffnung ist, dass natürlich, wenn Sie es mal gelernt haben, die Rahmenbedingungen so stimmen, dass Sie weiterhin dieses Geschäftsmodell und weiter tätig sein können. Ja, also wenn man das sieht, dann hat man eine besondere Betroffenheit, die man durch politische Diskussionen im Parlament, im Bundesrat und so weiter nicht hat. Man bleibt ein bisschen in dieser abstrakten Verwaltungssprache. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch über Ihre Vision der Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, Bundesrat Ignazio Cassis. Danke. Grazie a lei, signora Cimino, e grazie a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori della Direzione per la Cooperazione e lo Sviluppo e tanta forza alla direttrice e al Consiglio di Direzione per il lavoro che è attualmente in corso. Danke. Grazie, signora Cimino. Vielen Dank. Ja, Herr Cassis geht, Billy Bierling kommt. Ja, jetzt sind wir schon am Schluss angelangt. Ich möchte jetzt nicht versäumen, noch ein paar Projekte oder Aktionen der DEZA zu erwähnen. Gemeinsam mit dem SECO sucht die DEZA innovative, junge Ideen, junge Leute, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Wir haben eine Webseite hier, togetherwerebetter.ch, und darum geht es eben um den Schweizer Jugend- und Zukunftspreis. Und wenn Sie, meine jungen Damen und Herren, im Alter von unter 35 Jahren sind. Also wir sind zu alt. Wir beide sind zu alt, ja. Aber wir hoffen, dass es noch viele Menschen draußen gibt, die unter 35 sind und die gute Ideen haben. Wir suchen innovative Ideen. Schaut euch die Webseite an und helft uns dabei, vielleicht den Planeten doch etwas zu heilen. Und dann gibt es noch ein zweites Projekt, und zwar ist die DEZA nun auch in die Welt des Podcasts eingetaucht. Nicoletta. Genau, es gibt ab heute den Podcast A Plus for Humanity, ein Plus für Menschlichkeit. Man findet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sie sehen hier auch den QR-Code, wo man direkt draufkommt. Wenn Sie jetzt also Ihr Handy zücken und darauf klicken, kommen Sie darauf. Und jeden Monat wird
eine Region vorgestellt, was die Schweiz dort genau macht. Und die erste Folge, die ist jetzt aktiv, die ist aufgeschaltet und die spielt in Libanon. Und wir schauen uns an, was in Libanon alles unternommen wurde. Libanon, das ja eine sehr, sehr schwere Zeit hatte und multiple Krisen zu bewältigen hatte. Voilà, ein Podcast, a plus for humanity, ein Plus für Menschlichkeit. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken, bei den Menschen auch, die hinter den Kulissen da waren, bei den technischen Herausforderungen, die wir auch hatten. Es hat wunderbar geklappt, es hat sehr Spaß gemacht, sehr verehrte Damen und Herren. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und ja, Nicoletta, es war mal wieder schön, mit dir zu moderieren. Merci à vous, le public, qui nous avait suivi donc les dernières. Herzlichen Dank, dass Sie uns in den zweieinhalb letzten Stunden gefolgt sind. Und ich sage auf Wiedersehen aus Bern. Hier hinkommen.